Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zum zweiten Teil meines 100 Abonnenten-Specials hier auf YouTube. Für mich zum Aufnehmen ist es jetzt das erste, deswegen bin ich gerade ziemlich nervös, bin gespannt, wie es läuft. Heute werde ich meine erste Geschichte vorlesen, die Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Soweit ich kann am Stück. Dazu werde ich jetzt natürlich auch nicht einfach so komplett leise und monoton jede Stimme gleich machen, damit ich einfach deutlich weiterkomme, sondern jeder Charakter wird seine richtige Stimme bekommen, was vor allem später bei manchen Charakteren Sache deutlich erschweren wird. Auch wenn ihr die Geschichte schon kennt, könnte das Ganze vielleicht ganz lustig werden, denn ich werde keine Outtakes rauscutten. Das kann ich jetzt schon sagen. Jeder Scheiß, den ich laber, bleibt im Video. Hintergrundmusik wird nur eine eingefügt, die das Ganze so gut zusammenfasst. Wahrscheinlich, ich weiß das gerade jetzt ehrlich gesagt noch nicht, vermutlich, ihr werdet es ja hören, wird es die sein, die ich in meiner ersten Geschichte in der Bonus-Episode, als ich am Ende gelabert habe, eingefügt habe. Vielleicht wird es auch eine andere. Wir werden sehen. Also, ich werde eben jetzt hier meine Geschichte lesen. Gucken, wie lange ich durchhalte. Gucken, wie lange meine Konzentration und meine Stimme mitmachen. Weil ich nicht größenwahnsinnig bin, werde ich zwischendurch mal einen Schluck trinken. Ich habe hier eine fette Wasserflasche neben mir, 2 Liter. Und ja, ich würde sagen, gibt es noch irgendwas, das ich ansprechen könnte? Also, ich habe jetzt ein paar gehört. Es geht sowieso, habe ich das Gefühl, niemand davon aus, dass ich die Geschichte, allein Hauptgeschichte, sage ich jetzt auch mal, nicht Bonus-Episode, vollständig schaffe. Auch meine Mutter, weil inzwischen haben wir 2:30, eigentlich wollte ich schon vor 1,5 Stunden beginnen. Ich habe ihr gesagt, dass es sein kann, dass bis 6 Uhr, wenn wir Abend essen, dass ich dann noch nicht fertig bin, dass ich dann später essen würde. Würde ich auch wirklich machen, also nicht, dass sich da jetzt irgendwer Gedanken macht. Das ist auch kein Problem für mich. Sie hat aber auch schon gesagt, sie glaubt nicht, dass es irgendwie möglich ist, das länger als 1-2 Stunden zu machen. Ich bin jetzt heute auch, ich habe vielleicht nicht den besten Tag erwischt. Ich bin nämlich nicht so, ich sag's mal so, ich habe mich schon gesünder gefühlt, aber ich bin jetzt auch nicht wirklich krank oder so. Habe einfach ein bisschen wenig geschlafen, glaube ich. Gamer Life halt. Naja, ich würde sagen, es kann auch sehr gut sein, dass ich selber mich ein bisschen mit dem Cringen zurückhalten muss, weil wirklich, als ich die Geschichte geschrieben habe, fand ich es persönlich echt ziemlich cool. Aber im Nachhinein waren manche Szenen einfach so ein Cringe für mich und vieles richtig schlecht geschrieben. Auch wenn ich im Großen und Ganzen immer noch sehr zufrieden bin. Und ihr anscheinend auch. Das kommt so klasse an. Ich meine, das Video mit der gesamten Walross-Edition, die ich aber nicht am Stück vorgelesen hatte, sondern einfach die Originalaufnahmen zusammengecuttet habe. Inzwischen über 6.500 Likes, 18 meiner 100 Abonnenten kommen von dort. Das Projekt kommt immer mega an, auch Returns hat gutes Feedback bekommen. Die Spezialepisode hat klasse Feedback bekommen. Ich weiß auch schon, dass viele sich schon freuen werden auf die dritte Walross-Edition. Wer hier das gerade guckt. Ich werde tatsächlich 4 und nicht wie zuerst gedacht 3 Teile des Abonnenten-Specials machen. Der 4. Teil wird dann das Best-of werden, das ich angekündigt habe. Das kann aber eben einige Zeit dauern. Im 3. Teil werde ich ein bisschen labern und euch einen ersten Teaser und ein Release-Datum geben. Für Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 3. Heroes from Another World. Okay. Ich könnte da jetzt auch noch viel drüber reden, aber ich denke, wir sollten loslegen. Ich habe hier einen fetten Stapel Papier neben mir. Sollte ich wirklich noch richtig gut drauf sein, nachdem die erste Geschichte mit Bonus-Episode fertig ist, dann werde ich auch noch in die zweite Geschichte übergehen. Aber
legen wir jetzt endlich nach 5 Minuten Gelaber, sorry, los. Vielleicht ganz oben beginnen. Sorry, hab gerade noch ein bisschen was getrunken, damit meine Stimme gut ist, deswegen. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 1. Kapitel 1. Die Begegnung. Hallo, bist du wach? Ist alles in Ordnung? Das waren die ersten Worte, die ich hörte, als ich in dieser Welt ankam. Kurz zuvor hörte ich eine Stimme, die mir sagte, ich müsse die Welt der Pokémon retten und nur ein Mensch wie ich sei dazu in der Lage. Als ich meine Augen öffnete und mich umsah, stand vor mir ein Vulpix. Endlich bist du wach, ich wollte gerade nach Silberdorf, als du plötzlich wie aus dem Nichts aufgetaucht bist. Wer bist du? Ich war ziemlich verwirrt, da ich nicht wusste, weshalb ich überhaupt die Sprache eines Pokémon verstehen konnte. Zudem wusste ich nicht, wie zur Hölle ich hierher gelangt war. Hallo, antwortest du mir auch? Es wirkte etwas ungeduldig. Na, tut mir leid, ich bin Günther. Wo bin ich hier? Ich bin Lolecke, freut mich. Du bist ja an der Kreuzung zwischen Silberdorf und dem Quellwald, da wohne ich. Mir half keiner dieser Informationen weiter. Ich hatte von keinem dieser Orte jemals gehört. Was? Jedes Pokémon kennt doch Silberdorf. Es ist die größte Stadt der gesamten Region. Ich antwortete daraufhin. Ja, das ist schon gut möglich, aber offensichtlich bin ich ja kein Pokémon. Was meinst du? Geht es dir wirklich gut? Siehst für mich wie ein normales Kanimani aus. Ich betrachtete mich selbst in der Pfütze direkt neben uns und erschrak. Er hatte recht. Ich wurde von einem Menschen in ein Pokémon verwandelt. Aber gut, wenn du sagst, du warst ein Mensch, dann glaube ich dir. Nun verstand ich noch weniger als vorher. Wirklich? Ich denke, ich würde mir selbst in so einer Situation nicht glauben. Ja, ich glaub dir. Ich habe sowas vor langer Zeit schon einmal erlebt. Ich habe ein Pokémon getroffen, das einmal ein Mensch war und zusammen konnten wir die Zerstörung der Zeit verhindern. Aber dann ist er verschwunden. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Wenn du möchtest, kannst du erst einmal bei mir unterkommen, solange du nicht weißt, was du tun kannst. In diesem Moment konnte ich fühlen, wie traurig das Pokémon, das ich als Lord Ecke vorgestellt hatte, wirkte, als er über den ersten Menschen redete. Doch ich war froh über sein Angebot, denn er hatte recht. Ich hatte keine Idee, was ich tun sollte. Komm aber erstmal mit nach Silberdorf. Ich habe dort was zu tun und treffe mich mit meinen Freunden. Dann kann ich sie dir vorstellen. Bevor wir aufbrachen, bat ich ihn um einen Gefallen. Aber, Lord Ecke, bist du sicher, dass wir ihnen sagen sollten, dass ich ein Mensch bin? Sie würden es vermutlich nicht so einfach glauben wie du. Ich merkte, dass er etwas enttäuscht war, aber er willigte ein, es ihnen nicht zu sagen. Kapitel 2. Freunde in Silberdorf. Während Lord Ecke in Silberdorf etwas einkaufen ging, erkundete ich die Stadt. Ist Silberdorf sehr klein, aber die Pokémon, die dort wohnen, sind sehr nett. Als Lord Ecke soweit war, führte er mich an den Fuß eines großen Hügels. Auf ihm standen 2 Pokémon und unterhielten sich. Sie hatten uns noch nicht bemerkt. Bevor ich Lord Ecke fragen konnte, wer diese Pokémon waren, rannte er bereits den Hügel hinauf. Ich hatte es nicht so eilig wie er, deshalb ging ich den Hügel normal hoch, als er bereits an der Spitze angekommen war. Ich hörte schon, wie er mit den beiden Pokémon redete. Wo bleibst du schon wieder, Lord Ecke? Du kommst doch immer zu spät, oder? Was, diesmal deine Ausrede? Dir auch erstmal guten Tag, Bisasam. Freut mich, dich zu treffen. Tut mir leid, aber es ging wirklich nicht schneller. Ich habe ein Pokémon bewusstlos auf der Kreuzung gefunden und ihm natürlich erstmal geholfen. Inzwischen war ich auch an der Spitze angekommen und sah, wie die beiden Pokémon, ein Floink und ein Bisasam, sich verwirrt ansahen. Ich dachte, nach deinen Ausreden letzte Woche wird es nicht mehr schlimmer. Da hast du noch behauptet, du hättest dich verlaufen, nachdem du schon 3 Jahre hier wohnst. Ja, ich weiß, das war aber was anderes. Diesmal meine ich es wirklich ernst. Da ich merkte, dass die Stimmung ziemlich gereizt war, schritt ich ein. Er sagt die Wahrheit. Floink und Bisasam, die mich anscheinend bis jetzt noch gar nicht bemerkt hatten, sahen verwirrt aus und Lord Ecke wirkte sehr selbstsicher. Seht ihr, ich hab die Wahrheit gesagt. Das ist Günther. Du weißt doch, dass wir es eigentlich nicht so meinen. Naja, ich bin Bisasam. Und ich bin Floink, freut mich, dich kennenzulernen. Wir verbrachten noch einige Stunden oben auf dem Hügel, als Lord Ecke meinte, wir sollten lieber langsam gehen, da es schon begann dunkel zu werden. Also brachen wir auf. Als wir bei ihm ankamen, gab er mir noch etwas zu essen und zeigte mir sein Haus.
Es war relativ klein und schlicht gehalten, aber sehr bequem. Am Ende führte er mich in einen kleinen Raum, der hauptsächlich aus einem Bett und einem Fenster bestand. Hier kannst du schlafen, bis morgen. Mit diesen Worten verließ er den Raum. Kapitel 3: Die Bedrohung. In dieser Nacht konnte ich sehr schlecht schlafen. Immer wenn ich meine Augen schloss, sah ich ein Pokémon vor mir. Günther, hörst du mich? Die Finsternis, du, die Hoffnung. Mehr konnte ich nie verstehen, aber ich wusste, es war dieses Pokémon, das zu mir sprach. Ich nahm mir vor, Lord Ecke am nächsten Tag zu fragen, ob er etwas darüber wusste, als ich endlich einschlief. Am nächsten Tag war es noch dunkel, als ich aufwachte. Ich hörte jedoch bereits Lord Ecke im Nebenzimmer, also entschied ich mich auch aufzustehen. Wie ich bereits erwartet hatte, befand er sich dort. Guten Morgen, Günther, hast du gut geschlafen? Ich entschied mich dazu, ihn zu fragen, was es mit dem auf sich hatte, was ich gesehen hatte. Im Traum? Eigentlich kann das... Naja, vielleicht sollte ich dir erst einmal etwas über die Ausbreitung der Dunkelheit erzählen. Wie du vielleicht bemerkst, ist es sehr lange dunkel und sehr kurz hell im Verlauf eines Tages in dieser Welt. Schuld daran ist ein Pokémon namens Necrozma. Es ist ein legendäres Pokémon, das Licht kontrollieren kann. Seit es in unserer Region aufgetaucht ist, breitet sich die Dunkelheit mehr und mehr aus. Wenn das Licht komplett verschwindet, dann werden alle Pflanzen aussterben und somit gäbe es keinen Sauerstoff mehr. Es wäre das Ende der Welt. Und das Problem ist, dass niemand Necrozmas Macht gewachsen ist. Nur ein einziges Pokémon hatte sich im Kampf jemals überhaupt versucht, verlor aber letztendlich trotzdem. Seitdem sucht es nach einem Pokémon, das ihm helfen kann. Der Name dieses Pokémon ist Latias. Vermutlich hat sie im Traum zu dir gesprochen. Das Problem ist nur, dass niemand weiß, wo genau sie überhaupt ist. Ich dachte über das nach, was Lord Ecke mir gesagt hatte. Ich verstand nun, was meine Aufgabe in dieser Welt war. Ich wusste, ich müsse Latias finden und Necrozma aufhalten. Nur verstand ich nicht, weshalb gerade ich ausgewählt worden wäre und nicht jemand wie Lord Ecke zum Beispiel. Schließlich hatte er die Welt offensichtlich schon einmal gerettet. Aber das Wichtigste war, dass ich diese Aufgabe ernst nahm und nicht vernachlässigte. Ich wusste zwar nicht, weshalb ich ausgewählt wurde, aber es würde einen Grund geben und ich wollte Latias nicht enttäuschen. Kapitel 4: Ein merkwürdiger Schatten. In den nächsten Tagen versuchte ich, so viel wie möglich über Latias herauszufinden. Jedoch wusste niemand in Silberdorf viel über sie. Alles, das ich herausfand, war, dass sie früher einmal mit Necrozma zusammengearbeitet hatte. Necrozma forschte und Latias war sozusagen eine Verbindung zur Außenwelt für ihn. Eines Tages soll Necrozma dabei dann aber durchgedreht sein und begonnen haben, das Licht zu absorbieren und die Dunkelheit herbeizurufen. Latias hatte versucht, ihn aufzuhalten, hatte aber keinen Erfolg. Als ich alles über Latias herausgefunden hatte, bat ich Lord Ecke, mir zu erklären, weshalb dieser Hügel für ihn so besonders war und weshalb er sich immer dort mit Flönk und Bisasam traf. Er begann zu erzählen. Also du musst wissen, ich komme eigentlich gar nicht von hier. Ich komme aus einer Stadt in der anderen Ecke des Landes. Dort habe ich damals zusammen mit ihm die Welt gerettet. Ich wusste, wen er meinte und dass er eigentlich nicht darüber sprechen wollte. Als er verschwunden ist, habe ich mich entschieden, diesen Ort zu verlassen. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich musste jeden Tag an das denken, was wir erlebt hatten und schaffte es nicht mehr normal zu leben. Also zog ich hierher. Der Hügel ist der Ort, an dem ich in dieser Stadt ankam. An diesem Tag lernte ich auch Floink und Bisasam kennen, mit denen ich mich später anfreundete. Da man dort die gesamte Stadt sehen kann und einen tollen Ausblick auf den Spiegelsee neben dem Dorf hat, ist der Hügel unser Lieblingsort in der Stadt. Damals haben wir uns versprochen, dass wir uns an diesen Hügel immer an diesen Hügel treffen würden. Nachdem Lord Ecke mir dies erzählt hatte, wurde mir zum ersten Mal bewusst, wie schlimm damals sein Abschied gewesen sein muss. Ich fühlte mich, als hätte ich so etwas auch schon mal machen müssen. Aber bei der Ankunft an diese Welt hatte ich immerhin mein Gedächtnis verloren. Somit kannte ich meine Vergangenheit selber nicht. Außer diesen Ereignissen, verliefen die Tage ohne irgendwelche Besonderheiten. Doch eines Abends geschah etwas,
Ich versuchte zu schlafen, doch wie am allerersten Tag hier schaffte ich es nicht. Es war stockdunkel und ich hörte seltsame Geräusche. Zudem glaubte ich, Schemen zu erkennen. Ich versuchte mir einzureden, dass ich mir das alles nur einbildete. Aber ich wusste, dass dort wirklich etwas war. Als ich die Augen erneut aufschlug, sah ich einen merkwürdigen Schatten direkt vor mir. Er zuckte, als er sah, dass ich wach war, und schlug mich bewusstlos. Ich weiß nicht, wie viel Zeit seit diesem Abend vergangen war, doch als ich wieder aufwachte, befand ich mich in einer Zelle. Mein Kopf tat weh und als ich mich umsah, stand ein Soruhr vor der Zelle und schaute zu mir. Anscheinend war es eine Art Wache. Du bist also auch endlich mal wach. Ich muss dem Meister Bericht erstatten. Mit diesen Worten verließ es den Raum. Als ich mich umsah, stellte ich fest, dass ich mich in einer Höhle befand. Ich überlegte, was geschehen sein könnte und sah nur eine Option. Nick Crossmer hatte mich entführen lassen, um mich loszuwerden. Er schien von dem zu wissen, was in dieser Welt vor sich ging. Ich suchte nach einer Möglichkeit, hier herauszukommen, als mir plötzlich ein dicker, flacher Stein auf dem Boden der Zelle neben mir auffiel. Da die Tür der Zelle nur aus Holz war, entschied ich mich zu versuchen, sie zu zerstören. Es funktionierte tatsächlich genauso, wie ich es erwartet hatte. Ich nutzte die Chance, die sich mir bot, um zu fliehen. Als ich aus der Höhle trat, erkannte ich, dass ich mich in einem Gebirge befand. Im Tal direkt vor mir lag ein großer Wald. Ich hörte, wie hinter mir in der Höhle Alarm geschlagen wurde und rannte in den Wald. Kapitel 5 Das Ende. Die nächsten Tage verbrachte ich alleine, umherirrend in diesem Wald. Ich bemerkte nichts von irgendwelchen Soruas oder anderen Schergen von Nick Crossmer. Es geschah wenig. Ich wusste nicht, wohin ich gehen musste, wo ich überhaupt war und wo Silberdorf lag. Eines Nachts erschien mir jedoch wieder das Pokémon, das vermutlich Latias war, im Traum. Günther, hörst du mich? Dieses Mal konnte ich sie ohne große Probleme verstehen, anders als das letzte Mal. Ja, ich höre dich, laut und deutlich. Wo bist du? Was ist passiert? Nekrosmas Schergen haben mich geschnappt. Ich konnte entkommen und bin in einem komischen Wald gelandet, direkt neben einem Gebirge. Plötzlich verschwand sie, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Da ich immer noch nicht weiter wusste, entschied ich mich, geradeaus zu wandern, da ich somit nicht mehr im Kreis laufen würde. Am nächsten Tag begann ich dann, diesen Plan umzusetzen. Es schien jedoch so, als würde der Wald nie enden. Als nach einiger Zeit neben mir etwas im Gebüsch raschelte, rechnete ich mit einem Angriff von Necrosmas Schergen und machte mich kampfbereit. Jedoch sprang nur ein einzelnes Chillast aus dem Busch. Es zuckte zusammen, als es mich entdeckte. Bitte bleib ruhig, ich will nicht kämpfen. Ich entspannte mich wieder und fragte, was er hier mache. Ich bin auf dem Weg nach Silberdorf, aber ich schaffe es alleine nicht. Ich bin viel zu schwach. Ich musste gar nicht darüber nachdenken, was für mich zu tun war. Ich bot meine Hilfe an, da ich relativ gut kämpfen wusste. Konnte. Aber nicht wusste, wo es nach Silberdorf geht. Also schlossen wir uns fürs Erste zusammen. Die Reise dauerte immer noch mehrere Tage. Ich fragte oft nach, wie weit es noch bis nach Silberdorf sei, doch ich bekam immer nur dieselbe Antwort. Es ist nicht mehr weit. Ich begann mit der Zeit langsam ein ungutes Gefühl zu entwickeln. Die Kämpfe, die wir gegen andere Pokémon bestreiten mussten, widerlegten Chellasts Behauptung, dass er nicht kämpfen konnte. Nach einer Woche waren wir immer noch nicht am Ziel. Doch dieses Mal konnte er mir zumindest etwas Genaueres sagen. Morgen kommen wir an. So brach der nächste Tag an und unsere Reise ging weiter. Nach 3 Stunden erreichten wir eine Klippe. Hier ging es nicht mehr weiter, aber hier ist eine Sackgasse. Wo ist denn Silberdorf? Ich merkte, dass hinter mir etwas vorging und die Stimme des Chillasts wechselte zu einer anderen, die mir ebenfalls bekannt vorkam. Sehr weit weg. Du bist uns genau in die Falle gelaufen. Es verwandelte sich und sah wieder aus wie das Soruhr, das es wirklich war. Ich war enttäuscht von mir selber, dass ich nicht selber darauf gekommen war, dass diese Pokémon sich verwandeln konnten. Aus dem Gebüsch sprangen noch weitere Pokémon. 2 Soruhr und 2 Zoroark. Ich wusste, dass ich so einen Kampf nicht gewinnen konnte.
aber ich hatte keine andere Wahl als zu kämpfen. Am Anfang schaffte ich es mir, die Feinde vom Leib zu halten, doch sie schien all meine Angriffe problemlos wegzustecken. Ich gab alles, doch auf Dauer schwanden einfach meine Kräfte. Nach einiger Zeit verlor ich meine letzte Kraft und wurde bewusstlos. Mir war klar, dass dies vermutlich mein Ende sei. Kurz Trinkpause. Weiter geht's. Kapitel 6. Eine besondere Vision. Als ich wieder aufwachte, hatte ich starke Kopfschmerzen. Ich sah mich so gut es ging um. Als erstes bemerkte ich, dass all meine Verletzungen verarztet waren. Ich sah ein mir wohlbekanntes Zimmer. Ein Fenster, ein Bett und sonst eigentlich nichts. Ich war in Lord Eckes Haus. Mir tat alles weh und ich scheiterte bei dem Versuch aufzustehen. Im nächsten Moment hörte ich zwei Stimmen aus dem Nebenraum und auf einmal trat ein Pokémon ein, das ich sofort erkannte. Ah, endlich bist du wach. Du warst lange bewusstlos. Es war das erste Mal, dass ich Latias persönlich traf. Sie ging aus dem Raum, um Lord Ecke zu holen. Als sie jedoch aus der Tür trat, wurde mir schwindelig. Ich hatte keine Kraft und wurde erneut bewusstlos. Zumindest dachte ich das. Ich hörte eine Stimme. Du bist wach, ein Glück. Im nächsten Moment sah ich eine mir unbekannte Gegend. Trotzdem wirkte sie irgendwie vertraut. Es war ein weiter Strand. Dort sah ich zwei Pokémon. Eines von ihnen lag bis gerade eben bewusstlos auf dem Boden. Ich versuchte mit ihnen zu reden, zu verstehen, was vor sich ging. Doch sie konnten mich anscheinend weder sehen noch hören. Ich versuchte angestrengt, mir zu erklären, weshalb mir all dies so bekannt vorkam. Auf einmal hatte ich einen Geistesblitz. Mein Gedächtnis kehrte zurück. Im nächsten Moment wurde mir wieder schwarz vor Augen und ich erhörte erneut eine Stimme. Hallo, bist du wach? Ist alles in Ordnung? Kapitel 7. Alles auf Anfang. Diese Stimme kam mir sehr bekannt vor. Ich wachte langsam auf und spürte wieder deutlich meine Verletzungen. Als ich mich umsah, erkannte ich die Gegend, die Kreuzung zwischen Silberdorf und dem Quellwald. Vor mir stand Lord Ecke. Endlich bist du wach. Ich wollte gerade nach Silberdorf, als du plötzlich wie aus dem Nichts aufgetaucht bist. Wer bist du? Es war alles genau wie an dem Tag, an dem ich in dieser Welt ankam. Ich war verwirrt, da Lord Ecke mich fragte, wer ich sei. Hey, du kennst mich doch. Was ist hier los? Er sah mich merkwürdig an. Ich weiß selber nicht, was hier los ist, aber woher soll ich dich bitte kennen? Du bist gerade aus dem Nichts vor mir aufgetaucht. Ich erschrak, da ich verstand, was geschehen war. Ich war durch irgendetwas zurück in der Vergangenheit gelandet. Ach, ist nicht so wichtig. Lord Eckert sah mich zweimal noch seltsam an, aber schließlich sagte er, ich weiß zwar nicht, was das Ganze soll, aber du siehst nicht böse aus. Du bist verletzt. Wenn du möchtest, kannst du mit zu mir kommen, um dich auszuruhen. Ich nahm das Angebot an und hoffte zu erfahren, weshalb ich hier war. Also half Lord Ecke mir zu ihm zu kommen und ich verbrachte dort alleine den Nachmittag. Während ich überlegte, wie ich hierher gekommen war und weshalb, wurde ich von einer Stimme unterbrochen. Sie klang nicht nach Latias. Günther, hör mir zu. Zeit drängt. Du bist wieder an dem Punkt, an dem alles begonnen hat. Es hat einiges an Kraft gekostet, aber ich konnte dich hierher befördern. Du konntest deine Bestimmung nicht erfüllen. Die Verletzungen aus deinem Kampf hätten tödlich geendet, wenn ich dich nicht hierher gebracht hätte. Du bist hier, um dafür zu sorgen, dass dieser Kampf einen anderen Ausgang bekommt. Wenn du es diesmal nicht schaffst, kann ich dir auch nicht mehr helfen. Dann ist die Welt wohl verloren. Verändere deine Vergangenheit. Viel Glück, Günther. Die Stimme verschwand so schnell, wie sie kam. Doch durch diese Erklärung verstand ich, was zu tun war und arbeitete in der Zeit einen Plan aus. Ich sah nur eine Chance, es zu schaffen. Der Kampf war ungewinnbar, das war mir selber bewusst. Mein Plan war riskant und die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg lag nicht hoch, doch ich hatte keine andere Wahl. Die Tage, die ich ursprünglich damit verbrachte, Informationen über Latias zu sammeln, nutzte ich dieses Mal, um zu regenerieren.
Ah ja, hier, bin verrutscht. Mir war klar, dass alles so ablaufen würde wie schon einmal. Nur von Latias hörte ich kein Wort, in keinem Traum. Meine Verletzungen heilten schnell, doch ich wusste, ich würde selbst mit meinem Plan wieder Verletzungen erleiden müssen. Schließlich kam die Nacht, die ich so lange erwartet hatte. Alles war exakt wie in meinen Erinnerungen. Dieser seltsame Schatten schlug mich bewusstlos. Ich ließ mich nicht auf einen Kampf ein, da ich auch andere Geräusche hörte. Vielleicht andere Schatten. Wenn ich mich wehren würde, würden sie mich angreifen und es wäre vermutlich aus mit mir. So machte ich alles wie gehabt. Ich brach aus, wanderte durch den Wald und traf schließlich auf das Sorua. Ich spielte sein Spiel mit, denn ich wusste, auch hier wäre ich in derselben Situation wie mit dem Schatten. Und es wäre vorbei, wenn ich preisgeben würde, dass ich Bescheid weiß. Wir wanderten somit zu zweit für etwa eine Woche, bis wir an der Klippe ankamen. Ich stellte mich bereit an die Klippe und sagte, ohne das Pokémon anzusehen, kommt jetzt endlich der Moment, in dem du mir zeigst, dass du eigentlich Sorua bist und deine Freunde gleich aus dem Gebüsch gesprungen kommen. Daraufhin stotterte es merkwürdig. Wo? Auch egal. So begann der Moment, in dem sich mein Plan entschied. Ich sah meine Feinde siegessicher an. Sie wirkten sehr verunsichert, da ich mehr wusste, als sie dachten. Ich sah sie weiterhin an und lief langsam rückwärts. Ich durfte es nicht zu einem echten Kampf kommen lassen. Nach wenigen Schritten verlor ich den Halt und stürzte. Soweit hatte mein Plan funktioniert. Nun konnte ich nur noch hoffen, dass ich durch diesen Sturz weniger Schaden nehmen würde, als durch die Schlacht an sich. Ich fühlte einen zuckenden Schmerz und auf einmal schreckte ich auf. Kapitel 8 Antworten. Ich befand mich wieder in Lord Eckes Haus. Ich hatte wieder zahlreiche Verletzungen erlitten. Doch ich wusste, mein Plan hatte geklappt. Ich hörte wieder zwei Stimmen aus dem Nebenraum. Aber was machen wir, wenn Günther es nicht schafft, die Vergangenheit zu ändern? Wie sollen wir dann Necrozma besiegen? Sorry, ich bin gerade selbst verwirrt, aber das muss ich jetzt mal kurz sagen. Bin ich? Hä? Für die, die es nicht wissen, ich schreibe jeden Charakter in einer bestimmten Farbe, weil das beim Vorlesen deutlich praktischer ist. Vor allem bei Dialogen. Aber irgendwie hat Latias jetzt die dritte verschiedene Farbe in dieser Geschichte gerade. Wir dürfen gar nicht erst daran denken, dass er scheitern könnte. Es wäre fatal und unsere Siegeschancen würden gegen Null gehen. Also hoffe lieber, dass es klappt. Eigentlich müsste er die Schlacht inzwischen geschlagen haben. Ich gehe mal nachgucken, wie es um ihn steht. Im nächsten Moment stand Latias wieder im Zimmer. Sie sah kurz zu mir und wirkte erleichtert. Jetzt habe ich in einem Satz zwei Farben benutzt. Was? Du hast es geschafft, gute Arbeit. Nun betrat auch Lord Ecke den Raum. Vergesst es, ich bin gerade bescheuert. Ich habe gerade das allererste Originalskript da, wo mehrere Personen sprechen sollten und es somit insgesamt nur vier verteilte Farben gab. Und ja, je nach Person, die sprechen sollte. Ich verstehe zwar jetzt auch nicht, warum ich drei verschiedene Farben zwischendurch hatte, aber trotzdem wegen der Verwirrung der Farben an sich ist mir das jetzt aufgefallen. Nun betrat auch Lord Ecke den Raum. Du hast es wirklich geschafft, Günther. Ich wusste es. Es hat also wirklich geklappt. Ich sah kurz zu, wie die beiden sich freuten. Doch dann fielen mir einige wichtige Fragen ein. Warum bist du überhaupt hier, Latias? Wie habt ihr mich gefunden und weshalb will Necrozma mich loswerden? Lord Ecke verstummte plötzlich. Latias begann. Nun gut, ich werde dir alles erzählen, was du wissen musst. Also zuerst einmal, wie wir dich gefunden haben. Warum rede ich mit der falschen Stimme, ich Idiot? Ich bin ja wenige Tage zuvor mit dir in Kontakt getreten. Du hattest mir die Gegend beschrieben und ich wusste, wo du warst. Der Wald heißt Seelenwald und wird von vielen als sehr mysteriös angesehen.
dort geschehen oft seltsame Dinge und niemand weiß, woher er überhaupt seinen Namen hat. Man erzählt sich nur, dass er dem Auserwählten helfen würde, den Weltfrieden wiederherzustellen. Aber das ist alles auch nur eine Legende. Als ich dann schließlich wusste, wo du warst, habe ich Lord Ecke kontaktiert und ich unterbrach sie. Stimmt, das wollte ich auch noch fragen. Woher kennt ihr euch? Du hast mir doch gesagt, du wüsstest nichts über Latias oder ihren Standort, Lord Ecke. Er sah verlegen auf den Boden und begann etwas daher zu stottern. Also, es ist so, ich denke, ich erkläre dir das besser. Also zuerst, Lord Ecke hat dich angelogen. Wir kennen uns inzwischen schon seit mehr als einem Jahr und er wusste, wo ich mich befand. Er hat dir aber nichts erzählt, weil ich es ihm sagte. Er konnte nicht wissen, ob du vielleicht nur lügen würdest, um herauszufinden, wo ich sei. Sorry, Watt im Hals. Hier war ich. Scheiße, ich merke schon, es geht bergab mit der Konzentration. Nick Schossmer hat überall seine Spione und sie suchen überall nach mir. Ich habe bereits alles gesehen, das Lord Ecke und sein früherer Freund erlebt haben. Als ich bemerkte, dass er sich entschied, in diese Region zu reisen, entschloss ich mich, ihn bei seiner Ankunft nach Hilfe zu fragen. Kurz bevor er in das Dorf kam, kam ich im Wald auf ihn zu und bat ihm um Hilfe, um das Licht dieser Welt zu retten, erklärte er sich einverstanden. Er ist inzwischen meine rechte Hand im Kampf gegen Nick Schossner. Das sollte auch deine Frage erklären, warum ich hier bin. Ich wollte gerade mit Lord Ecke reden. Da fiel mir auf, dass er sich nicht mal mehr im Raum befand. Als ich Latias fragte, ob sie etwas mitgekriegt habe, meinte sie nur, er sei schon früh während ihrer letzten Erläuterung gegangen. Ich nahm mir vor, noch einmal mit ihm zu sprechen, wenn sich der passende Moment finden würde. Latias setzte ihre Erklärung fort. Und zu Nick Schossmer. Er war früher ein normales Pokémon, das die Phänomene dieser Region untersuchte. Eines Tages schien er verrückt geworden zu sein und begann plötzlich durch seine Kräfte und Erkenntnisse das gesamte Licht zu absorbieren. Ich habe im Guten versucht, mit ihm zu reden, aber er hat mich angegriffen und vertrieben. Bis zu diesem Zeitpunkt arbeiteten wir zusammen, aber jetzt muss ich ihn wohl beseitigen. Und was dich angeht, Günther, ich habe dich von der Menschenwelt in diese Welt geholt, da ich dich kenne und weiß, was in deiner Vergangenheit geschehen ist. Ich konnte deine Aura genau spüren. Du hast etwas in dir, von dem selbst ich nichts weiß. Und du auch nicht. Doch du bist der Schlüssel im Kampf gegen die Dunkelheit. Nick Schossmann muss von alledem erfahren haben. Und damit ist es natürlich sein Ziel, dich loszuwerden. Ich wusste endlich die Antworten auf die Fragen, die ich noch hatte. Meine Mission war es, schlicht gegen Nick Schossmer zu kämpfen und ich musste dieses Ziel erfüllen, koste es, was es wolle. Bevor sie ging, fragte Latias mich noch kurz. Du hast deine Erinnerung wieder, habe ich recht? Als ich bejahte, bat sie mich. Günther, ich weiß, dass es hart für dich sein wird, aber du darfst Lord Ecke nichts davon erzählen. Warum das nicht? Was ergibt das für einen Sinn? Vertrau mir. Ich weiß vieles, das du nicht weißt. In diesem Fall musst du mir einfach vertrauen. Lange Zeit verstand ich nicht, weshalb. Kapitel 9. Entführung. Die nächsten Tage verliefen alle gleich. Ich konnte nichts tun, als tatenlos herumliegen. Latias schien spurlos verschwunden zu sein und Lord Ecke war die meiste Zeit fort. Es war alles sehr langweilig, nur manchmal kamen Floink und Bisasam vorbei. In der Zeit, in der ich mit ihnen gesprochen habe, fand ich einiges über sie heraus, das ich noch nicht wusste. Die beiden sind schon seit vielen Jahren Freunde. Man sieht die beiden auch eigentlich nie alleine rumlaufen. Beide wohnen in Silberdorf und sie sind Nachbarn. Lord Ecke kennen sie seit dem Tag, an dem er in dieser Region ankam. An sich verstehen sich die drei sehr gut. Aber als Lord Ecke gerade nicht da war, erzählten sie mir, dass er oft tagelang spurlos verschwand. Wenn sie danach fragten, tat er immer nur so, als wäre er die ganze Zeit da gewesen. Er weigerte sich, darüber zu reden. Im Moment fiel mir auch auf, dass die Tage deutlich kürzer wurden. Es ist wie Lord Ecke es mir erzählt hatte. Die Dunkelheit wird mehr und mehr, bis irgendwann.
Nach etwa 2 Wochen war ich endlich wieder fit. Wir machten zu viert aus, dass wir uns alle zusammen mittags am Hügel treffen würden, um weiteres zu planen. Lord Ecke schaffte es, Latias zu erreichen, so dass sie dort zu uns stoßen würde, auch wenn sie mit Verspätung ankommen würde. Später machten Lord Ecke und ich uns also auf zum Hügel. Als wir dort ankamen, war noch niemand dort. Nach 10 Minuten begann Lord Ecke unruhig zu werden. Wo bleiben Floing und Bisasam? Die beiden waren bisher jedes Mal pünktlich. Ich versuchte ihn zu überzeugen, dass sie sicher gleich kommen würden. Doch als sie nach einer halben Stunde immer noch nicht da waren, entschieden wir uns, zu ihren Häusern aufzubrechen. Als wir ankamen, konnten wir nicht fassen, was wir sahen. Die Türen standen offen, die Fenster waren eingeschlagen und innen war alles verwüstet. In den Trümmern entdeckte ich einen Zettel. Ich las ihn vor, Klammer auf, weil Lord Ecke nicht lesen kann, Klammer zu. Und das habe ich da wirklich hingeschrieben. Wenn ihr eure Freunde lebendig wiedersehen wollt, liefert mir den Menschen aus. Ihr habt 1 Woche, um ihn zu meiner Festung auf den Mond zu bringen. Unterzeichnet war er überraschenderweise mit Nick Schrosmar. Lord Ecke sah mich geschockt an. Und was tun wir jetzt? Plötzlich erklang eine Stimme im Türrahmen. Das einzig Sinnvolle. Wir dürfen das Risiko nicht eingehen, dass Günther in Nick Schrosmars Hände fällt. In diesem Fall müssen wir Opfer in Kauf nehmen können. Latias schwebte im Türrahmen. Lord Ecke sah sie aggressiv an. Du glaubst doch hoffentlich nicht wirklich, dass ich hierbleibe und nichts tue. Latias sah ihn mitleidig an, bevor sie sagte: Mach du, was du willst, aber lass Günther heraus. Und außerdem, was denkst du, wie du zum Mond kommen willst? Hochfliegen? Darauf wusste er keine Antwort mehr. Er verließ einfach das Haus und verschwand in Richtung Wald. Ich wollte ihm folgen, aber Latias hielt mich an. Ich hoffe, du weißt selber, was das Beste ist, Günther. Ich vertraue in dich, dass du schlau genug bist. Aber wenn nicht, werde ich euch aufhalten. Ich kann nicht riskieren, dass Nick Schrosmar die Welt wegen euch in Dunkelheit stürzt. Glaub mir, versuche zum Mond zu reisen und du wirst hoffen, es nie getan zu haben. Mit diesen Worten verschwand sie. Ich machte mich auf zu Lord Eckes Haus, um die Situation mit ihm zu besprechen. Ich wusste natürlich auch, er hatte recht. Und Latias hätte ich auch nie zugetraut, so zu reagieren. Wie ich erwartet hatte, war Lord Ecke schon dort, als ich ankam. Als ich das Haus betrat, fragte er mich sofort: Günther, du bist doch auch der Meinung, dass wir die beiden retten müssen, oder? Natürlich bin ich das, aber in dem Punkt hat Latias recht. Wie sollen wir auf den Mond kommen? Und was sollen wir dort machen? Wenn es wirklich so ist, wie sie sagte, darf ich Nick Schrosmar auf keinen Fall in die Hände fallen. Guter Wortwitz. Sehr gut, ich wusste es. Morgen brechen wir auf. Lord Ecke lachte, als er meinen verwirrten Gesichtsausdruck sah. Latias ist auch nicht allwissend. 3 Tagesreisen von hier entfernt liegt die Mondsteingrotte, in der Cresselia lebt. Sie kann uns zum Mond bringen. Sorry, ich dachte, es hat an meiner Tür geklopft. Ich hoffe nicht, ich habe extra ein Schild aufgehängt. So entschlossen wir uns, zu zweit loszuziehen. Ich war aufgeregt, aber mir schwirrte ein Satz von Latias pausenlos im Kopf herum. Glaub mir, versuche es und du wirst hoffen, es nie getan zu haben. Ich wusste nicht, was Latias mir damit sagen wollte, aber andererseits wollte ich es auch nicht herausfinden. Kapitel 10: Die Reise zur Mondsteingrotte. Wir entschieden uns, in der Nacht aufzubrechen, damit Latias nichts von unserer Abreise bemerkte. Lord Ecke meinte, wir sollten vorsichtig sein, als ich ihm erzählte, was Latias zu mir gesagt hatte. Er wirkte auf unserer 3-tägigen Reise sehr nervös und sah sich die ganze Zeit um. Als ich ihn an einem Abend, als wir am Lagerfeuer saßen, darauf ansprach, erzählte er mir, weshalb. Er sagte, dass Latias oft sehr unzurechenbar sei, wenn man nicht tue, was sie von einem verlangen würde.
Er gab auch zu, dass er nie im Leben mit ihr zusammenarbeiten würde, wenn sie nicht dasselbe Ziel erreichen wollten. Wenn Latias unsere Abreise bemerken würde und uns eilen holen würde, dann wäre es vermutlich nicht mehr möglich, Floink und Bisasam zu retten. Als er weiter erzählen wollte, unterbrach ich ihn. Lord Ecke, beruhig dich mal. Sei mal ein bisschen optimistischer. Selbst wenn Latias unsere Abreise bemerkt, sie weiß ja nicht, wo die Grotte liegt. Somit weiß sie nicht einmal in die Richtung, in die wir reisen. Außerdem wäre es ihr eigener Schaden, wenn sie uns angreifen würde. Sie hat selber gesagt, dass sie ohne uns Nick Schrossmann nicht besiegen könnte. Lord Ecke sah auf den Boden, sagte aber nichts. Am zweiten Abend verkündete er, morgen Nacht erreichen wir die Höhle. Du hattest recht, Günther, Latias wird uns nicht finden. In dem Moment, als er Latias erwähnte, fiel mir auch eine wichtige Sache ein, die mich seit mehreren Tagen beschäftigte. Als wir an diesem Abend wieder am Lagerfeuer saßen. Stimmt, der Teil hat mich schon im Original aufgeregt. Das ist eigentlich nochmal genau dasselbe, was Latias schon gesagt hatte, warum Lord Ecke ihn nicht kontaktiert hatte. Als er fertig geredet hatte, also ich habe das jetzt mal für euch geskippt, weil es unnötig ist. Als er fertig gesprochen hatte, legte er sich hin und tat so, als würde er schlafen, auch wenn ich wusste, dass er das nicht tat. Ich verstehe, warum du so gehandelt hast, Lord Ecke. Du hattest recht, damit so vorsichtig zu sein. Wenn ich wirklich ein Spion gewesen wäre und du mir verraten hättest, wo Latias wäre, dann wäre vielleicht der Weltuntergang besiegelt. Ich wette, Floink und Bisasam würden mir auch zustimmen. Boah. Sorry, das hatte ich schon die ganze Zeit im Hals, hat man vielleicht gehört. Nachdem ich schließlich auch meinen Satz beendet hatte, legte ich mich dann auch schlafen. Vorher konnte ich noch leise Lord Ecke hören. Danke, Günther. So wanderten wir am nächsten Tag weiter in Richtung der Mondsteingrotte. Ich hatte mir viele Gedanken gemacht, was uns dort passieren könnte. Was mich vor allem beschäftigte, war die Frage, was passieren würde, wenn wir auf Nick Schrossmann trafen. Wir würden zweifellos in einen Kampf verwickelt werden. Hieß das, dass eventuell die finale Schlacht um das Licht der gesamten Welt schon... Boah, die ganze Zeit denke ich, irgendwer klopft. Ich hasse dieses Haus manchmal. Das hieß, dass eventuell die finale Schlacht um das Licht unserer Welt schon so kurz bevorstand? Und was war mit Latias? Inzwischen hatte sie unsere Abreise vermutlich bemerkt und sie würde nicht erfreut sein. Doch ich hatte Lord Ecke selber gesagt, er sollte sich keine Sorgen um sie machen. Da versuchte ich, diesen Gedanken schnell wieder zu verdrängen. Kurz nach Sonnenuntergang erreichten wir den Fuß eines Berges. Ein Stück über uns lag ein Eingang. Wir sind da, hier werden wir Cresselia treffen. Komm Günther, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich rechnete ursprünglich damit, dass wir in einem großen, besonderen Dungeon wie diesem auf viele starke Feinde treffen würden. Doch wir trafen niemanden. Wir liefen beinahe eine Stunde durch die Höhle, ohne dass wir auch nur ein Pokémon sahen. Ich hatte ein ungutes Gefühl bei der Sache. Als wir uns kurz vor dem tiefsten Punkt der Höhle befanden, ertönte plötzlich eine Stimme. Kapitel 11. Eine unerwartete Begegnung. Verschwindet von hier! Die Stimme hallte laut durch die Höhle. Wir schraken beide, doch entschieden uns weiterzugehen. Wir würden uns von nichts und niemandem aufhalten lassen. Als wir vor einer Art Tor aus einem besonderen Gestein standen, ertönte die Stimme wieder. Ihr hättet auf meine Warnung hören sollen. Ihr werdet es noch bereuen, jemals aus Silberdorf aufgebrochen zu sein. In diesem Moment wirbelte etwas eine riesige Staubwolke auf. Sie verdeckte für kurze Zeit wie ein dichter Nebel jegliche Sicht. Als der Staub sich lichtete, sahen wir, wer das Tor blockierte. Lord Ecke zuckte erschrocken zurück. Was? Wie hast du uns gefunden? Ich dachte, niemand außer mir würde diesen Ort kennen. Wie bist du hierher gekommen, Latias? Sie wirkte sehr gereizt. Du hast nicht das Recht, mir hier irgendwelche Fragen zu stellen. Du hast dich eben mal wieder getäuscht. Ich wusste von vornherein, dass du herkommen würdest,
Aber Günther, von dir bin ich wirklich enttäuscht. Ich dachte, du wärst schlau genug, um meine Warnung zu bedenken und nicht mit ihm zu reisen. Eigentlich ist es schade, dass ich dich noch brauche. Ich merkte, wie ängstlich Lord Ecke inzwischen war, also entschied ich mich, keine Schwäche zu zeigen. War es nicht klar, Latias, ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Jetzt geh aus dem Weg. Du weißt selber gut genug, dass du uns nicht bekämpfen kannst. Hast du doch gerade selber schon gesagt. Also kannst du uns nicht davon abhalten, unsere Freunde zu retten. Warum kommst du nicht einfach mit und hilfst uns? Irgendwann müssen wir sowieso gegen Necrozma kämpfen. Da macht es auch keinen Unterschied. Es macht sehr wohl einen Unterschied. Du bist noch nicht stark genug, um dich einem Gegner wie ihm zu stellen. Nur weil ich Necrozma ohne dich nicht besiegen kann, heißt das nicht, dass ich nicht scheitern kann, solange du dabei bist. Scheiße. Ich muss mich mal ein bisschen anders hinsetzen, sorry. Ich weiß, es ist professionell, sich so anzuhören. Und ich glaube, höchst merkwürdig. Und eine Sache scheinst du ja sowieso misszuverstehen. Es stimmt, dich brauche ich, um Necrozma zu vernichten. Aber wer hat denn behauptet, ich bräuchte Lord Ecke? Sorry. Was soll mir so jemand wie er in so einer Schlacht helfen? Wer meinen Befehl nicht gehorcht, muss dafür bezahlen. Ich gebe euch beiden eine letzte Chance. Dreht sofort um und verschwindet. Denk lieber zweimal nach, bevor du redest. Du willst ja offensichtlich, dass jeder dir gehorcht. Warum denn? Du willst Necrozma doch nicht beseitigen, um die Welt zu retten, sondern nur, weil du Rache willst, aus eigenem Egoismus. Und damit wir uns jetzt richtig verstehen, du hast nicht das Recht, meine Freunde zu bedrohen. Und jetzt geh mal aus dem Weg, bevor ich dafür sorge, dass du es tust. Ich machte mich kampfbereit und Lord Ecke tat es mir nach. Er schien wieder Mut gefasst zu haben. Latias schüttelte ungläubig mit dem Kopf, bevor sie uns angriff. Kapitel 12. Der Kampf gegen Latias und die Reise zum Mond. Bevor wir damit loslegen, kurzes Zwischenfazit. Immerhin haben wir inzwischen schon ungefähr eine Dreiviertelstunde hinter uns. Ich muss sagen, ich merke schon so ein bisschen, man merkt vielleicht, dass ich ein bisschen mehr trinke im Moment auch. Mein Hals hat schon Belastung, aber was mich halt ein bisschen stört, ist, dass ich anscheinend, dass sich sowas wie eine Erkältung anbahnt. Meine Nase ist übel verstopft. Aber an sich geht's mir noch ganz gut. Ich denke auch, ich halte das hier noch eine Weile durch. Kapitel 12, der Kampf gegen Latias und die Reise zum Mond. Warum habe ich das nochmal vorgelesen? So begann letztendlich unser erster großer Kampf. Lord Ecke und ich waren fest entschlossen, dass wir gewinnen würden. Aber es war nicht leicht, da sie nicht... Ich hasse mich selber dafür. Physisch und psychisch. Den Unterschied hab ich hier wieder falsch geschrieben. Da sie nicht physisch angriff, war es unmöglich, ihren Angriffen wirklich auszuweichen. Aber sie fügten uns beiden keinen so hohen Schaden zu. Latias hingegen schien unsere Angriffe ziemlich zuzusetzen, obwohl sie den meisten von ihnen entgehen konnte. Ich merkte, wie sie langsam schwächer wurde. Doch plötzlich, als der Kampf schon gewonnen schien, änderte Latias ihre Taktik. Sie griff nun sehr wohl mit physischen Attacken an. Dieses Mal habe ich es richtig geschrieben, ist klar. Nee, da... Ach, vergesst die Sache einfach. Ich verwechsle einfach immer physisch und psychisch in solchen Fällen. Sie griff mit physischen Angriffen an und zielte nur noch auf mich. Sie drängte mich einige Meter zurück, bevor sie mich zu Boden warf. Ich stieß mit meinem Kopf gegen die steinerne Wand und ging zu Boden. Mir wurde schummrig und ich glaubte, das Bewusstsein zu verlieren, als ich Latias Reden hörte. Bist du immer noch so siegessicher, Lord Ecke?
Ich werde dir zeigen, was es heißt, sich in mir zu widersetzen. In diesem Moment geschah etwas Merkwürdiges. Ich konnte mich eigentlich nicht bewegen, doch es wirkte beinahe so, als würde irgendetwas meinen Besitz von meinem Körper ergreifen. Ich wusste nicht, was geschah, doch auf einmal fühlte ich keine Schmerzen mehr. Ich stand sofort auf und sah, dass Latias gerade versuchte, Lord Ecke anzugreifen. Ohne, dass ich irgendetwas tun konnte, griff ich sie plötzlich an. Meine Attacke schien viel stärker zu sein als alle zuvor. Latias ging sofort zu Boden und verlor das Bewusstsein. Auf einmal fühlte ich mich wieder normal. Ich fühlte wieder die Auswirkungen von Latias Angriff. Ich merkte, dass Lord Ecke sehr verwirrt aussah und mich etwas fragen wollte, aber ich verhinderte es. Heb deine Fragen für später auf, lass uns schnell verschwinden, bevor sie wieder aufwacht. Wir brachen so schnell es ging auf, und hinter dem Tor, vor dem wir gekämpft hatten, lag ein großer Raum. In ihm befand sich ein Pokémon. Wer seid ihr und was wollt ihr? Wenn ihr Eindringlinge seid, dann verschwindet. Wir erklärten dem Pokémon, dass wir zum Mond mussten, um unsere Freunde zu befreien und Necrozma zu bekämpfen. Als wir fertig waren, wirkte es viel ruhiger. Wenn ihr Feinde von Necrozma seid, dann seid ihr meine Freunde. Ich bin Cresselia. Ich werde euch zum Mond bringen, sobald ihr bereit seid. Bevor ich überhaupt die Gelegenheit hatte, antwortete Lord Enkel für mich. Natürlich sind wir bereit. Im nächsten Moment drehte sich alles um mich herum und auf einmal stand ich in einer mir völlig unbekannten Gegend. Ihr seid nun auf dem Mond. Wenn ihr wieder zurück wollt, dann ruft meinen Namen. Viel Glück. So kamen ich und Lord Ecke schließlich auf den Mond, auf dem unser finaler Kampf gegen Necrozma vielleicht stattfinden würde. Wir brachen sofort auf, denn laut Cresselia befand sich Necrozmas Festung auf der dunklen Seite des Mondes. Sie konnte uns jedoch nur auf die helle Seite bringen, was hieß, wir mussten noch den Mond umlaufen. Anders als in der Mondsteingrotte lebten hier mehr Pokémon, als ich erwartet hatte. Jedoch waren sie hier auf der hellen Seite nicht aggressiv und ließen uns komplett in Ruhe, auch wenn manche uns etwas verwundert ansahen. Was mich verwunderte war, dass wir einfach atmen konnten. Ich vermutete, dass einfach die Atmosphäre dieses Mondes anders sei als bei unserer Welt, der Welt der Menschen. Als uns langsam die Kräfte ausgingen, sahen wir plötzlich etwas in der Ferne. Es sah aus wie eine dunkle Wand, die sich unendlich hoch erstreckte. Lord Ecke erklärte mir, was es war. Das ist die Grenze zwischen den beiden Hälften des Mondes. Das heißt, wenn wir diese Grenze passieren, sind wir auf der dunklen Seite. Dort leben Necrozmas Schergen. Deshalb müssen wir gut aufpassen. Ich denke, wir sollten hier erst einmal rasten. Somit saßen wir noch ein vermutlich letztes Mal auf dieser Reise am Lagerfeuer, was meine Theorie mit der Mondatmosphäre noch einmal bestätigte. Als Lord Ecke mich fragte, Günther, vorhin im Kampf gegen Latias, was ist denn da passiert? Was war plötzlich mit dir los? Du hast irgendwie komisch geleuchtet. Ich war ehrlich und antwortete, was genau passiert ist, weiß ich ehrlich gesagt selber nicht. Es hat sich auf einmal so angefühlt, als ob irgendetwas mich kontrollieren würde und ich selber habe eigentlich gar nichts gemacht. Und dann, als Latias zu Boden gegangen war, ist es einfach verschwunden und ich war wieder ich selber. Nachdem ich ausgeredet hatte, murmelte Lord Ecke etwas Unverständliches, aber dann wandte er sich wieder an mich. Latias hatte auf jeden Fall recht, was dich betrifft. Wenn du es sogar mit ihr aufnehmen kannst, dann bist du der Schlüssel im Kampf gegen Necrozma. Und ich bin wirklich froh, dass wir sie besiegt haben. Ich hoffe, es wird ihr eine Lehre sein. Danach sah er jedoch schon wieder nachdenklich aus. Es schien mehrfach so, als wolle er mir etwas sagen, aber brach dann doch wieder ab. Mich interessierte, was er hatte sagen wollen, doch ich wusste, wenn ich ihn fragen würde, bekäme ich keine Antwort. Ich versuchte schließlich auch einzuschlafen, doch ich schaffte es nicht. Ich war viel zu aufgeregt, denn ich wusste, am nächsten Tag würden wir uns Necrozma stellen. Es würde die finale Schlacht werden. Und das Schicksal der gesamten Welt der Pokémon hängt davon ab. Alles lag nun an mir. Und ich brauche eine minimale Pause. Ich hätte vielleicht aufs Klo gehen sollen, bevor ich beginne. Also doch ein kurzer Cut.
So, bin wieder da, hab auch bei der Gelegenheit nochmal was getrunken. Auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass es so viel gebracht hat. Übrigens eine Sache, die ich jetzt auch mal kurz ansprechen will. Was zum Fick ist mit unserem Drucker los? Ich hatte bisher schon locker 4-5 Seiten, die komplett schräg gedruckt waren, wo der Text nicht gerade von oben nach unten ging, sondern gefühlt von rechts oben nach links unten. Okay. Kapitel 13. Die Begegnung mit Nick Schosma. Als Lord Ecke wieder wach wurde, machten wir uns sofort auf den Weg und passierten die Grenze, welche die beiden Seiten des Mondes voneinander trennte. Auf der anderen Seite sah man beinahe nichts, da von nirgends Licht kam. Viele verschiedene Pokémon, die für Nick Schosma kämpften, lebten hier und griffen uns an. Doch zu meiner Verwunderung begegnete uns kein einziges Zoroark oder Zoroark. Ich vermutete, dass sie in der Höhle beim Seelenwald lebten und ignorierte diese Tatsache. Wir kamen trotz solcher Angriffe relativ gut voran. Nach einiger Zeit entdeckten wir in der Ferne ein Monument. Als wir uns näherten, erkannte ich es schließlich. Es war eine riesige, schwarze Festung, die aus einer Art Prismagestein gebaut geworden zu sein schien. Es war Nick Schrosmas Festung. Dort wurden wir bereits erwartet. Und als wir davor traten, öffnete sich das große Eingangstor und wir konnten passieren. Von innen war die Festung komplett anders als von außen. Die Wände waren leuchtend weiß und man konnte nicht nur alles erkennen, es blendete schon beinahe. Wir entschieden uns dazu, uns vorsichtig voranzutasten und den Pokémon, die patrouillierten, aus dem Weg zu gehen. Unser einziges Ziel war es, Floink und Bisasam zu finden und dann so schnell wie möglich zu verschwinden. Wenn wir Nick Schrosma noch nicht bekämpfen müssten, würden wir es auch nicht tun. Schon nach kurzer Zeit glaubte Lord Ecke Stimmen aus einem der Räume in der Nähe zu hören und wir gingen dorthin. Als wir ihn betraten, fanden wir sofort, was wir gesucht hatten. Floink und Bisasam waren in einer Zelle am Rand des Raumes eingesperrt und schienen uns noch nicht bemerkt zu haben. Lord Ecke rannte sofort zu ihnen. Floink, Bisasam, seid ihr in Ordnung? Als sie sich zu uns drehten, sahen sie erschrocken aus. Lord Ecke, Günther, warum seid ihr hier? Ihr müsst sofort von hier verschwinden. Bevor ich auch nur fragen konnte, warum, ertönte eine Stimme, die mir auf seltsame Weise bekannt vorkam. Direkt hinter mir. Dafür ist es jetzt zu spät. Als ich mich umdrehte, stand er im Türrahmen. Nick Schrosma. Wenn Nick Schrosma alleine gewesen wäre, hätte ich definitiv versucht, ihn anzugreifen. Doch er war von mehreren Pokémon, die wir bereits in der Festung gesehen hatten, begleitet worden. Ihr seid also endlich gekommen, Günther und Lord Ecke. Ich gebe euch zwei Möglichkeiten. Ihr gebt euch freiwillig und ich werde euch kein Haar krümmen. Oder ihr versucht zu kämpfen. Ich würde euch garantiert zur ersten Methode raten. Ich sagte zunächst nichts. Ich wusste genau, dass er log. Er würde uns auf jeden Fall etwas antun. Schließlich hatte Latias mir erklärt, dass seine oberste Priorität wäre, mich aus dem Weg zu räumen. Ein Blick zu Lord Ecke verriet mir alles, was ich wissen musste, also antwortete ich ihm. Ich weiß genau, was du vorhast. Wenn du mich loswerden willst, dann musst du es erst einmal mit uns aufnehmen. Auf einmal sah Nick Schosma eher verzweifelt aus als wütend. Er murmelte etwas, aber ich konnte ihn nur ein bisschen verstehen. Du weißt gar nichts über diese Welt, Günther. Am besten mache ich es kurz und schmerzlos. Gerade als es schien, als ob wir gegen diese Übermacht kämpfen müssten, hörte ich eine Stimme. Sie rief, Günther, Lolecke, duckt euch. Wir schafften es, anders als Nick Schrosma und seine Schergen, gerade so schnell genug zu reagieren, bevor eine Schockwelle über unseren Köpfen hereinbrach. Nick Schrosmas Schergen flohen sofort nach diesem Angriff. Nur er selber blieb. Er wurde von dem Angriff auf die andere Seite des Raumes geschleudert. Nun betrat Latias den Raum. Wisst ihr jetzt, warum ich euch nicht gehen lassen wollte? Naja, ich bin wohl noch rechtzeitig gekommen. Nick Schosma, gib auf oder wir werden dich angreifen. Anders als vorher wirkte dieser auf einmal amüsiert. Du tauchst hier also auch noch auf, Latias.
dass du dich das traust nach dem, was du mir schon angetan hast. Aber glaub nicht, dass ich einfach aufgebe. Diese Schlacht ist noch nicht vorbei. Am Ende werde ich gewinnen. Auf einmal teleportierte er sich aus der Festung in einem verrückten Lachen. Ja, Leute, die erste Stunde ist voll. Zu einem sehr guten Timing, würde ich sagen. Kapitel 14. Der Weg zur finalen Schlacht. Als Necrozma verschwunden war, sprach Latias uns noch einmal an. Ich hoffe, ihr beiden lernt etwas daraus. Aber letztendlich war es gut, dass ihr hergekommen seid. Deswegen verzeihe ich euch. Nun wissen wir, warum Günther der Schlüssel zu allem hier ist und Necrozma ist geschwächt. Sobald wir weg sind, begeben wir uns zum Zwielichtforst. Dort liegt seine Hauptbasis. Wenn wir jetzt dorthin gehen, dann können wir ihn besiegen. Lord Eckhart in der Zwischenzeit Floink und Bisasam befreit und mit ihnen geredet. Nun mischt er sich auch in unser Gespräch ein. Seine Hauptbasis? Davon hast du mir noch nie etwas erzählt. Ich dachte, er hätte nur diese Festung. Nachdem Latias uns die genaue Lage nun erklärt hatte, entschieden wir uns, wie sie vorgeschlagen hatte, dem Schicksal ins Auge zu blicken und unsere derzeitige Vorteilsposition auszunutzen. Wir waren dank Cresselia bereits wieder alle zusammen am Eingang der Mondsteingrotte, als Floink auf einmal zusammenzuckte. Oh nein, warte, das habe ich... Auf einmal rannte er los in Richtung Silberdorf. Bisasam nickte uns kurz zu und folgte ihm dann. Was ist denn in Floink gefahren? Ich hoffte, dass Lord Ecke es mir beantworten konnte. Doch, das schaffte er nicht. Ich weiß es nicht, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich werde ihn fragen, sobald wir Necrozma besiegt haben. Und so brachen wir letztendlich auf. Zur Schlacht gegen Necrozma. Einer schicksalhaften Schlacht, wie sich noch herausstellen würde. Latias zeigte uns auf einer Karte den genauen Ort, an dem wir die Festung finden würden. Es war nur etwa einen halben Tagesmarsch von der Mondsteingrotte entfernt, nördlich vom Seelenwald. Auf der gesamten Reise herrschte eine gereizte Stimmung zwischen Lord Ecke und Latias. Ich war mir sicher, dass dies an den Geschehnissen der Mondsteingrotte lag und schritt nicht ein, solange sie nicht übertrieben. Als wir am Zwielichtforst ankamen, entschieden wir, über Nacht zu lagern, um genug Kraft für den folgenden Tag zu haben. In diesem Wald war vieles sehr merkwürdig und man konnte spüren, wie er sich auf alle Pokémon auswirkte. Zudem wird es in diesem Wald nie hell oder dunkel. Es herrscht den ganzen Tag etwas, das ich nicht lese, weil ich in der Zeile verrutscht bin. Es scheint immer das Zwielicht eines Sonnenauf- oder Untergangs. Die Persönlichkeiten von Lord Ecke und Latias schienen ebenfalls beeinflusst zu werden. Mit jeder Minute wurde Lord Ecke unsicherer und pessimistischer, während Latias zum ersten Mal, seit ich sie traf, sehr locker wirkte. In dieser Zeit dachte ich über das nach, was in dieser Welt geschehen war. Es gab noch so viele Fragen, die ungeklärt geblieben waren. Warum wollte Latias nicht, dass ich Lord Ecke erzählte, an was ich mich erinnert hatte, an meine Vergangenheit? Und was war in der Festung mit Necrozma los? Ich bekam seinen Satz nicht mehr aus dem Kopf. Du weißt gar nichts über diese Welt. Was meinte er damit? Ich entschied letztendlich, dass es keinen Sinn hatte, so lange darüber nachzudenken, da ich sowieso keine Antworten finden würde. Aber vielleicht würde ich bei einem Sieg alles erfahren. Am nächsten Tag wachte ich früh auf, während Lord Ecke und Latias noch schliefen. Ich entschied mich, Beeren sammeln zu gehen, und obwohl ich nur kurz weg war, waren beide nach meiner Rückkehr hellwach. Als wir alle Vorbereitungen getroffen hatten, zeigte uns Latias ein Gebilde in einer Lichtung. Es wirkte etwas wie Necrozmas Festung auf dem Mond, nur deutlich komprimierter und somit unscheinbarer. Lasst euch nicht vom Äußerlichen täuschen. In dieser Basis befinden sich alle von Necrozmas wichtigsten Geräten, die er nutzt, um das Licht verschwinden zu lassen. Wir müssen da so schnell wie möglich rein. Das Eingangstor
wurde von zwei Pokémon bewacht, die, was mir auffiel, wieder keine Zoroark waren. Dieser Punkt hatte mich schon auf dem Mond beschäftigt, doch wir konnten sie leicht aus dem Hinterhalt ausschalten, ohne dass sie Alarm schlagen konnten. Diese Basis war sehr dunkel und wirkte gruselig, was durch das Gewitter und die Geräusche des Regens draußen noch verstärkt wurde. Die wenigen Pokémon, die sich in den Fluren herumtrieben, waren wie Schatten. Sie bemerkten uns, bevor wir in ihre Nähe kamen, waren blitzschnell und fast unsichtbar. Doch Latias schien zu wissen, wie man sie bekämpft und schaffte es, ihre Angriffe mit Leichtigkeit zu kontern. Nach 20 Minuten erreichten wir ein riesiges Tor. Und davor jetzt noch mal ein kurzes Zwischenfazit, muss ich sagen. Inzwischen habe ich echt das Problem, ich habe halt auch das Gefühl, dass es teilweise daran liegt, dass ich schon wieder einen ganzen Vormittag damit verbracht habe, so eine Süßigkeit zu essen. Ich will jetzt nicht genau sagen, welche, mit so Brausefüllung. Und ich habe das Gefühl, dass von der Brause mir einfach was im Hals stecken bleibt die ganze Zeit. Uff. Und ja, an sich, Konzentration ist höher als ich dachte, Hals ist schlimmer als ich dachte, weil ich eben echt das Gefühl habe, da ist irgendwas drin. So, aber an sich ist auch nicht die Sache, dass das irgendwie anstrengend ist zu reden oder so, aber es juckt einfach extrem beim Reden, deswegen trinke ich so oft. Wir traten langsam ein. Die Spannung lag bereits in der Luft und draußen donnerte es. In dem Saal war nichts zu sehen, bevor es plötzlich blitzte und der Raum kurz erhellt wurde. Am Ende des Saales schwebte Necrozma mit dem Rücken zu uns gedreht und sein Blick hing starr an der Wand, als er plötzlich begann zu reden. Ihr seid also wirklich gekommen. Ihr habt den gesamten Zwielichtforst durchquert, nur um mich hier schon wieder zu nerven. Was denkt ihr, wer ihr seid? Du weißt genau, wer wir sind, Necrozma. Du bist noch von meinem Angriff auf dem Mond geschwächt, das weiß ich. Also gib auf, bevor wir ernst werden müssen. Hier kannst du dich nicht so feige wegteleportieren. Ich wartete gespannt auf seine Reaktion, als er plötzlich wieder anfing, verrückt loszulachen. Ihr seid mir bis hier gefolgt, weil ihr denkt, dass ich von so einem Angriff geschwächt bin. Ihr seid noch dümmer, als ich dachte. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ihr freiwillig in euer Verderben rennt. Auf einmal schossen aus den beiden Fenstern rechts und links neben ihm Strahlen auf ihn. Der Strahl aus dem rechten Fenster war leuchtend hell und schien aus purem Licht zu bestehen. Der Strahl aus dem linken Fenster hingegen war pechschwarz. Er wirkte wie ein Schatten. In ihrem Treffpunkt vollzog sich eine Verwandlung und plötzlich stand vor uns das Wesen, das wir heute Ultra Necrozma nennen. Kapitel 15. Die finale Schlacht gegen den Herrscher des Lichts. Necrozmas Aussehen veränderte sich durch diese Verwandlung grundlegend. Statt seinem dunklen Aussehen leuchtete er hellgelb. Er war riesig und hatte vier Arme. Er passte gerade so noch in den Saal. Dies war seine ultimative Form. Für uns gab es keinen Ausweg mehr. Es hieß alles oder nichts. Wir mussten uns dem Kampf stellen, doch dabei nutzten wir unseren größten Vorteil so gut wir konnten. Unsere Überzahl. Wir umzingelten das Monster, so dass Ultra Necrozma nicht wusste, wen er jetzt angreifen sollte, und die meisten Attacken in die Leere feuerte. Die wenigen, die trafen, waren mächtig und deshalb agierten wir immer defensiver. Unsere Angriffe schienen nicht einmal zu kratzen, so wie man es von diesem Gegner hätte erwarten können. Wir gaben nicht auf und behielten ihn im Dauerfeuer, als er tatsächlich schwächer zu werden schien. Er wurde langsamer und langsamer, doch uns ging es nicht anders. Latias schien noch relativ fit zu sein, aber ich und Lord Ecke waren mit unseren Kräften völlig am Ende. Auf einmal ging Latias ohne Vorwarnung direkt in die Offensive, wohl mit der Hoffnung, Necrozma überraschen und besiegen zu können. Doch er schien ihren Angriff bereits vorher spüren zu können und schlug sie zurück. Sie fiel bewusstlos zu Boden und ich und Lord Ecke standen kraftlos nebeneinander an die Wand gedrängt,
als Ultra Necrozma sich näherte. Der Kampf schien komplett aussichtslos und Und Lord Ecke schien auch schon aufgegeben zu haben. Vergiss es, Günther. Es hat keinen Sinn mehr. Wir haben getan, was wir konnten, aber jetzt ist es zu Ende. Ich konnte und ich wollte nicht wahrhaben, dass wir schließlich in diesem finalen Kampf scheitern würden und die Welt in Dunkelheit versinken würde. Wir hatten sie alle enttäuscht, vor allem Flung und Bisasam. Plötzlich, als Necrozma nur noch wenige Meter von uns entfernt war, fühlte ich mich seltsam. Es war, als würde irgendetwas in mir hochkommen. Dann wurde mir für den Bruchteil einer Sekunde schwarz vor Augen. Danach fühlte ich mich stärker, als ich vor dem Kampf je gewesen war. Es schien dasselbe zu sein wie im Kampf gegen Latias, nur dass ich dieses Mal selber die Kontrolle über meinen Körper hatte. Necrozma stand nun direkt vor uns und schien angreifen zu wollen. Doch ich griff zuerst an und schlug ihn mehrere Meter zurück. Er und Necrozma. Genau, jeder kennt's. Necrozma und Necrozma. BFFs for life. Er und Lord Ecke schienen nicht fassen zu können, was sich vor ihren Augen abspielte. Necrozma, es reicht. Hier endet es. Ich werde dafür sorgen, dass du dem Licht dieser Welt nie wieder schaden kannst. Diese Welt wird weiter existieren und mit ihr all ihre Bewohner. Mit diesen Worten schickte ich ihn endgültig zu Boden. Latias stand wieder hinter uns und ging langsam zu Necrozma. Kapitel 16. Geheimnisse werden gelüftet. Danke, Günther, dass du dafür gesorgt hast, dass niemand mehr die Finsternis stoppen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass du so naiv bist. Bevor ich wirklich realisierte, was hier geschah, stand sie vor Necrozma und absorbierte etwas aus ihm. Nun sah es aus, als würde sie brennen, doch das Feuer, das sie umgab, war ein Schatten. Ihre Augen leuchteten blutrot. Er ist ja fast schon eine Verschwendung, aber jetzt bist du für mich nutzlos. Lord Ecke, bring ihn weg. Ich erschrak und drehte mich zu Lord Ecke. Er schaute auf den Boden, sah traurig aus. Doch auf einmal schien er zu sich zu kommen. Nein, es reicht. Ich habe dein Spiel lange genug mitgespielt. Ich hätte es schon viel früher beenden sollen. Ich konnte nur sprachlos daneben stehen. Ich verstand nicht, was gerade vor sich ging. Alles, was ich über diese Welt wusste oder dachte, drehte sich auf einmal auf den Kopf. Es ist wirklich zu schade, Lord Ecke. Du hast mir so lange Zeit gut gedient, aber wenn das so ist, dann muss ich wohl euch beide loswerden. Sie lud einen Angriff auf, der so mächtig aussah, als könne er die gesamte Basis, in der wir uns befanden, in Stücke reißen. Ich versuchte gar nicht, mich zu wehren. Ich verstand nichts mehr und war verwirrt und am Ende. Doch bevor Latias ihren Angriff abfeuern konnte, stand Necrozma hinter ihr auf. An einen Angriff schien er nicht zu denken. Stattdessen machte er eine seltsame Handbewegung und es verschwamm alles um mich herum. Komm schon, Günther, mach endlich auf. Ich wachte langsam auf und sah mich um. Ich war in einer kleinen Höhle, direkt am Rande einer Klippe. Als ich das Pokémon direkt neben mir sah, zuckte ich zusammen. Dort stand Necrozma, wenige Meter entfernt von Lord Ecke. Bleib ruhig, Günther, hier sind wir erstmal in Sicherheit. Ich fasste mich hier ein bisschen. Was? Warum in Sicherheit? Was ist passiert? Ich habe uns von dort oben weggebracht. Es war schwer, aber meine Kraft hat noch gereicht. Und das, obwohl Latias dank euch einen Teil von ihr bekommen hat. Ich hatte etwas Angst, da er sehr wütend schien. Doch plötzlich verwandelte sich seine Wut in Bedauern. Aber ich gebe euch keine Schuld daran. Es war mein Fehler. Ich hätte dafür sorgen müssen, dass du nicht direkt einem von Latias Schergen in die Arme fällst. Ich verstand immer noch nicht, warum er nun schuld sein sollte. Deswegen fragte ich nach. Sorry für die Geräusche, ich setze mich ein bisschen um hier hin und wieder. Und habe ich jetzt meine Wasserflasche. Ah ja. Hast du es immer noch nicht verstanden?
Latias hat sich von Anfang an kein bisschen Arbeit gemacht. Ich habe dich aus deiner Welt hierher geholt, nicht sie. Genauso wie deine Reise in die Vergangenheit. Die Stimme, die dort zu dir gesprochen hat, war auch ich. Ich begann langsam zu verstehen. Aber wenn du das die ganze Zeit warst, warum hast du mir das nicht einfach gesagt? Wieso hast du nicht mit mir geredet? Er schien verständnislos. Ich habe deinen Aufenthaltsort leider erst erfahren, als du Latias bereits begegnet warst. Sei ehrlich, wem hättest du eher geglaubt? Mir oder Lord Ecke? Deshalb habe ich eure Freunde zum Schein entführen lassen. Wenn Latias nicht aufgekreuzt wäre, dann hätte auch alles geklappt. Boah, mein Hals rastet gerade aus. Ich hatte zu keiner Zeit vor, euch irgendwie zu schaden. Nun schaltet sich zum ersten Mal in dieser Diskussion auch Lord Ecke ein. Du hast etwas von einem Spion von dir erzählt. Was hat es mit dem auf sich und warum hat er Günther nichts erzählt? Außerdem, warum wolltest du mich nicht angreifen, obwohl ich all die Zeit für Latias gekämpft hatte? Und warum hast du meine Freunde zum Schein entführen lassen? Und so begann Nikros mal ein weiteres Geheimnis dieser Reise aufzuklären. Dieser Spion. Ich habe noch niemandem bisher davon erzählt und er hat auch dicht, was das angeht. Er ist ziemlich unauffällig, sodass er zumindest auch schon bedingt mit Latias in Kontakt kommen konnte. Ihr seid ihm schon oft begegnet, aber ich habe ihm ausgeredet, Günther etwas zu erzählen. Aus demselben Grund, aus dem ich geschwiegen habe. In diesem Moment erfüllte mich ein Schuldgefühl. Ich erinnerte mich, dass Latias dafür gesorgt hatte, dass ich Lord Ecke nichts von dem erzählte, das ich von vor meiner Reise in die Vergangenheit gesehen hatte. Und nun verstand ich Latias Motiv. Necrosma schien meiner Reaktion nicht aufgefallen zu sein. Er erzählte einfach weiter. Das ist auch der Grund, weshalb ich dich nicht angreifen wollte. Er hat mir alles über dich erzählt. Er weiß viel über dich und konnte mich so überzeugen. Die Entführung war weit auch nur zur Hälfte eine Entführung. Auch dort hat er beste Arbeit geleistet. Trotzdem weiß nicht mal euer Freund Floink, um wen es sich handelt. Lord Ecke schien verwirrt. Was heißt das? Dieser Samen weiß Bescheid? Statt zu antworten, brach Necros mein Gelächter aus. Dieses Mal nicht so verrückt wie die letzten Male. Als er sich wieder beruhigt hatte, meinte er zu Lord Ecke: Verstehst du es wirklich immer noch nicht? So schwer ist es doch nicht. Denn euer Freund dieser Samen hat die ganze Zeit für mich gearbeitet. Seitdem Latias mich verraten hat, arbeiten wir zusammen. Und er hält seine Identität vor allen geheim, wobei es ihm vor allem vor Floink sichtlich schwerfällt. Lord Ecke schien sehr überrascht, aber in meinen Augen ergab so alles einen Sinn. Ich hätte viel früher erkennen müssen, dass in Latias Geschichte vieles nicht stimmen konnte. Doch nachdem Necros eigentlich fertig war, war mein Gesprächsbedarf noch lange nicht gedeckt. Und mein Hals hat keinen Bock, Alter. Und ich wandte mich zu Lord Ecke. Als ich ihn ansprach, wirkte er sehr zurückgezogen. Er machte sich vermutlich Sorgen, dass ich ihm nicht verzeihen würde, weil er mich angelogen hatte. Jetzt hab dich nicht so, Lord Ecke. Ich verstehe schon, warum du das so gemacht hast und bin nicht wütend, aber ich will, dass du mir alles darüber erzählst, wie es dazu gekommen ist. Er sah mich an, atmete tief durch und begann zu erzählen. Also, meine Geschichte begann vor einigen Jahren, als ich, wie ich dir schon mal erzählt habe, zusammen mit einem guten Freund die Welt gerettet hatte. Ich wollte ihn erst unterbrechen, doch entschied mich, dass es nicht der richtige Zeitpunkt war, also ließ ich ihn weiterreden. Als wir es dann nach einem langen und ereignisreichen Abenteuer endlich geschafft hatten, verschwand er. Auf einmal hörte er auf zu reden und sah mich seltsam an. Ich hatte ein komisches Gefühl. Seine Blicke wirkten gereizt. Ich wusste nicht, was mit ihm los war. Doch bevor ich fragen konnte, sprach er weiter.
Aber dir muss ich das alles ja sowieso nicht erzählen, Günther. Du weißt das ja längst alles. Und jetzt hab ich ein paar Fragen an dich. Warum hast du mir alles verheimlicht? Warum hast du mir nicht einfach erzählt, dass du der Günther bist, den ich schon damals kannte? Weshalb bist du damals einfach verschwunden? Ich erschrak, als er mir diese Fragen stellte. Ich wollte ihn fragen, woher er auf einmal wusste, wer ich war. Doch er stoppte mich sofort. Bevor du mich hier irgendetwas fragst, will ich endlich meine Antworten. Also, ich entschied, dass es am schlauesten war, alles zu erzählen. Und so begann ich. Ich weiß selber erst seit meiner Reise in die Vergangenheit Bescheid. Vorher konnte ich es dir also selbst nicht sagen. Nachdem ich alles erfahren hatte, hat mich Latias dazu überredet, dir nichts zu sagen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum, aber ich habe ihr vertraut. Jetzt weiß ich auch, warum sie mich dazu gebracht hat. Wenn ich dir vor dem Kampf gegen Nick Schoss mal alles erzählt hätte, dann hättest du mir vermutlich auch erzählt, wer Latias wirklich ist. Und wir beide hätten uns auf Necrosmas Seite gestellt und sie bekämpft. Das wollte sie um jeden Preis verhindern, also hat sie sich diese Strategie ausgedacht. Was unser Abenteuer damals in Schatzstadt betrifft, ich hatte selber keine Wahl. Wenn ich hätte entscheiden dürfen, ob ich in der Welt der Pokémon bleibe oder nicht, dann wäre all das nie passiert. Aber an dem, was hier passiert ist, bin wohl ich schuld. Ich hätte einfach die Wahrheit sagen müssen. So schloss ich meine Erzählung ab und mir wurde wirklich bewusst, was für einen Fehler ich gemacht hatte. Ich war wütend auf mich selber, dass es so gekommen war. Doch Lord Ecke hatte sich etwas beruhigt und schien das Ganze anders zu sehen. Das ist okay, Günther. Zu deiner Frage, seit wann ich davon wusste. Ich habe mit der Zeit die Ähnlichkeiten schon sehr deutlich bemerkt und war immer überzeugter. Auf dem Mond war ich schon fast so weit, dich zu fragen, aber ich dachte, du wirst mich entweder auslachen oder ignorieren. Deshalb habe ich es gelassen. Letztendlich hat Nick Crossman mir gerade erst alles bestätigt. Ihm muss aufgefallen sein, dass ich in diesem Moment sehr niedergeschlagen war. Also entschied er sich, das Thema erst einmal zu ignorieren. Aber jetzt bin ich auch damit dran, meine Geschichte fertig zu erzählen. Als du damals verschwunden bist, habe ich eine schlimme Zeit durchgemacht. Alle in unserer Region waren ausgelassen und haben die Rettung der Welt gefeiert, aber ich konnte mich zu gar nichts bewegen. Ich habe immer die gute Laune von allen mitbekommen und musste jeden Ort mit den Erinnerungen verbinden, die ich mit dir geteilt habe, so dass ich es nach einer Zeit einfach nicht mehr ausgehalten habe. Ich habe entschieden, Schatzstadt für immer zu verlassen und bin heimlich in einer Nacht abgereist. Doch anders als ich gehofft hatte, wurde dadurch alles nur noch schlimmer. Nun vermisste ich nicht mehr nur dich, sondern alle in Schatzstadt. Ich war jedoch zu stolz und stur, um einfach umzukehren und hoffte, dass in Silberdorf alles besser werden würde. Aber mit jedem Reisetag wurde es schlimmer und schlimmer. Ich begann die ganze Welt zu hassen. Eines Tages, kurz vor meiner Ankunft in Schatzstadt, begegnete ich auf einmal Latias. Sie erzählte mir, sie wüsste von dem, was mir widerfahren sei und überzeugte mich davon, dass eine Welt wie diese es nicht verdiente zu existieren. In meiner Verzweiflung schloss ich mich ihr an. Schon kurz darauf, als ich Floink und Bisasam begegnete, begann ich schon zu zweifeln. Latias schaffte es jedoch immer wieder, mich auf ihrer Seite zu halten. Als du schließlich in diese Welt gekommen bist und wir uns wieder angefreundet haben, war ich mir so gut wie sicher, dass ich allen die Wahrheit erzählen würde. Wenn ich gewusst hätte, dass Bisasam die Wahrheit ebenfalls schon lange kennt, hätte ich es vermutlich auch getan. Aber so hatte ich Angst, dass mir niemand glauben würde. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich ja schon lauter Lügen über Latias verbreitet. Zu diesem Zeitpunkt erzählte mir auch Latias von deiner Ankunft und befahl mir, dich gefangen zu nehmen. Damals nahm ich an, sie wollte dich einfach nur wegsperren, damit du Nick Crossman nicht helfen könntest. Doch, als du bereits eingesperrt warst, wofür ich selber verantwortlich war, erfuhr ich, dass sie dich loswerden wollte. Ich geriet in Panik und während du geflohen bist, habe ich Latias erzählt, dass du auch glaubst, was ich allen Pokémon erzählt hatte und überredete sie, dich für ihren Plan leben zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt wurdest du schon von ihren Schergen, den Zoroark, verfolgt
und Latias schaffte es nicht, sie zurückzurufen, bevor sie dich angriffen. Sie konnte zumindest noch das Schlimmste verhindern. Ich hatte gehofft, Nick Crosma würde in dieser Zeit mit dir in Kontakt treten und so ihrem Plan ein Ende bereiten, aber es geschah nichts. Du hast mit der Zeit immer mehr Vertrauen in Latias gewonnen und ich wusste, dass du mir nicht mehr geglaubt hättest. So musste ich weiterhin mitspielen, als wir schließlich unseren letzten Kampf gerade beinahe verloren hätten, hatte ich bereits Hoffnung, dass Nick Crosma es schaffen würde, Latias zu besiegen. Ich wusste zwar nicht, was in diesem Fall mit mir geschehen würde, aber es war mir auch egal. Aber es ist ja leider alles anders gekommen. Nachdem es nun endlich keine Geheimnisse mehr zwischen uns gab. Alter, ich hasse meinen Hals gerade. Mischte sich auch Nick Schoss mal wieder ins Geschehene ein. Also, sobald wir das Ganze überstanden haben, müsst ihr mir das nochmal erklären. Das war für mich etwas zu viel auf einmal. Aber jetzt sollten wir nach Silberdorf aufbrechen und mit Bisasam das weitere Vorgehen besprechen, denn ich hoffe, euch ist klar, dass wir diesen Kampf jetzt nicht aufgeben können. Wir waren uns alle einig, dass der Kampf jetzt beginnen würde. Und so brachen wir nach Silberdorf auf. Kapitel 18. Jetzt beginnt in meiner persönlichen Ansicht nach auch die Geschichte irgendwie um 200% besser zu werden, muss ich persönlich sagen. Die Elementkristalle. Die Höhle lag nicht weit von Silberdorf entfernt. Sie lag direkt am Seelenwald, und wenn man von dort aus den Berg überwand, konnte man Silberdorf schon in der Distanz erkennen. Lord Ecke wollte sofort aufbrechen, als mir in Richtung des Zwielichtforsts etwas Merkwürdiges auffiel. Ich musste zweimal hinsehen, bevor ich erkannte, was es war. Nick Schrosmas Basis schwebte mehrere hundert Meter über dem Boden. Ich machte die beiden darauf aufmerksam. Was hat Latias sich jetzt schon wieder einfallen lassen? Aber wir müssen das Ganze erst einmal ignorieren und nach Silberdorf aufbrechen. Wir müssen uns erst überlegen, was wir überhaupt tun wollen, denn einen schlichten Kampf ist ja wohl nicht zu denken. Es dauerte nicht lange, bis wir in Silberdorf ankamen. Die Pokémon hier hatten bereits mitbekommen, was vorgefallen war, und empfingen Nick Schosma deshalb glücklicherweise nicht feindselig. Wir entdeckten Floink und Bisasam aus der Distanz auf dem großen Hügel. Als wir oben angekommen waren, bemerkte Bisasam uns sofort, doch Floink schien etwas zu bedrücken. Bisasam kam sofort auf uns zu. Euch geht es gut, ein Glück. Wir haben mitbekommen, was geschehen ist und haben uns Sorgen um euch gemacht. Was machen wir jetzt, Nick Schosma? Bevor dieser zum Antworten kam, fragte ich Bisasam, was mit Floink los sei. Es ist auch der Grund, warum er so überstürzt aus der Mondsteingrotte abgereist ist. Einer seiner besten Freunde hatte sich entschieden, über das Meer in ein anderes Land zu reisen, aber Floink wollte das unbedingt verhindern. Sein Freund hatte zwar Zweifel, aber er konnte sein Projekt nicht abbrechen. Deswegen hatte Floink geplant, zumindest nochmal mit ihm zu reden, bevor er abreiste. Okay, Konzentration geht gerade runter. Dieser Tag war derselbe, an dem ihr uns vom Mond gerettet habt, aber er ist leider zu spät gekommen, um überhaupt noch mit ihm reden zu können. Floink nimmt das Ganze ziemlich mit, vor allem da er sich sicher ist, dass er ihm deswegen böse ist. Er lässt sich auch nicht davon ablenken und ich fühle mich auch schon schuldig. Ich habe ihm noch nichts darüber erzählt, dass ich für die Entführung verantwortlich war. Genauer gesagt weiß er zwar, dass Latias Schuld an der Verdunklung ist und nicht du, aber ich habe es noch nicht über mich gebracht, ihm zu erzählen, welche Rolle ich insgesamt in diesem Netz gespielt habe. Lord Ecke und Nick Schosma schienen ziemlich ratlos zu sein, aber in meinen Augen gab es nur eine Möglichkeit. Dann erzähl ihm die Wahrheit, Bisasam. Er will es irgendwie verstehen und wir brauchen jetzt jede Hilfe, die wir bekommen können, um das Ruder noch irgendwie herumzureißen. Da keiner eine andere Idee hatte, tat Bisasam dann auch, was ich ihm geraten hatte. Floink war zuerst ziemlich wütend, aber er beruhigte sich schnell wieder. Ihm fiel nun erst auf, dass Lord Ecke, Nick Schrosma und ich eingetroffen waren. Wir unterhielten uns eine Weile, als Nick Schrosma uns unterbrach. Okay, wir sind jetzt alle Optionen durchgegangen, die wir in diesem Kampf haben und sind zu einer einzigen umsetzbaren Lösung gekommen.
Wir müssen losreisen, um die drei Elementkristalle zu sammeln. Die Element... Was? Die Elementkristalle. Sie wurden erschaffen, um dem Auserwählten, also Günther, im Kampf gegen die Finsternis zu helfen. Sie werden an drei verschiedenen Orten im Land versteckt gehalten und jeder von ihnen hat einen Wächter. Die Elemente, die durch diese Kristalle verkörpert werden, sind nicht die gewöhnlichen Elemente, die jeder kennt, sondern die drei wahren Hauptbestandteile der Existenz aller Existenzen. Es handelt sich um Raum, Zeit und Traum. Wenn man sie alle drei vereinigt, kann man aus ihnen das sogenannte reine Element erschaffen, das die wahren Kräfte des Auserwählten ans Licht bringen, um ihm in der finalen Schlacht helfen zu können. Der Satz hat keinen Sinn ergeben. Die Prüfung musst du alleine bestehen, Günther. Doch auf dem weiten Weg zu ihm können wir dich begleiten. Er schlug eine Karte auf und markierte drei Orte, von denen wir zwei bereits kannten. Die Mondsteingrotte und den Zeitturm. Der dritte Kristall, der des Raumes, befand sich in der Raumspalte. Nick Crossmar zeichnete ein Dreieck aus den drei Punkten der Kristalle und setzte einen Punkt in die Mitte. Für unsere Suche sollten wir hier unser Lager aufschlagen. Lord Ecke sah sich die Karte noch einmal genauer an und zeigte auf einen Ort sehr in die Nähe von Nick Crossmars geplanten Lagerpunkt. Wir sollten hierhin. Dort liegt Schatzstadt. Wir könnten dort in meiner alten Wohnung bei der Tohaido-Klippe unser Lager einrichten. Somit war alles geplant und wir begaben uns auf die schicksalhafte Suche nach den Elementkristallen. Kapitel 19. Der Elementkristall der Zeit. Die Reise nach Schatzstadt nahm einige Zeit auf sich und wir mussten die gesamte Nacht hindurch wandern. Trotz der Geschehnisse der vergangenen Tage und der schweren Reise, die uns bevorstand, war die Stimmung in unserer 5-Pokémon-großen Gruppe großteils sehr gut. Ich konnte meine Laune nicht wirklich heben, auch wenn ich es versuchte. Ich machte mir wie so oft viele Gedanken. Aus irgendeinem Grund kam es mir komisch vor, dass gerade ich auserwählt sein sollte, die Welt zu retten. Und ich wusste nicht, was mich bei den Prüfungen, die mir bevorstanden, erwarten würde. Wenn sie wirklich dienten, um den wahren Auserwählten zu prüfen, müsste ich wahrscheinlich eigene Grenzen überschreiten können und Dinge schaffen, die ich selber nicht für machbar hielt. Ich machte mir Sorgen, etwas würde schiefgehen und ich würde scheitern. Ein Fehler von mir könnte das Ende der Welt bedeuten. Dieser Druck lastete die gesamte Reise schwer auf mir und den anderen schien das auch aufzufallen. Was ist denn los, Günther? Du wirkst den ganzen Weg lang schon so nachdenklich. Oh Gott, und warum bumst Florings Stimme gerade in meinen Hals so übelst? Ich dachte, ne Crossmar wird schlimm. Vor allem, oh scheiße, gleich kommt die, Alter. RIP. Hier könnte der erste Moment... und werden, vor dem ich wirklich Angst hatte, dass ich abbrechen muss. So, komm. Bereit machen. Oh Gott, schon auf der Seite kommt Dialga, sehe ich gerade. Fuck. Ich erklärte ihm kurz, dass ich den immensen Druck durch meine Aufgabe fühlte, doch Flunk lächelte bloß. Sei doch mal optimistisch, Günther. Es wird schon nichts schief gehen. Ich meine, wie schwer kann das Ganze denn schon werden? Und sobald du die Elementkristalle hast, wird der Kampf gegen Latias auch kein Hindernis mehr. In einer Woche sind wir mit der Sache durch und können uns wieder unserem normalen Alltag widmen. Wobei ich auch gerade als nächstes Zwischenfazit sagen muss, mein Hals hat sich gebessert. Das juckt einfach nicht mehr so. Zwischendurch schon und dann echt extrem wie gerade eben, aber an sich... geht's voll. Trotz all meiner Bemühungen schaffte ich es nicht, solch einen Optimismus zu zeigen. Aber ich war froh, dass die anderen es konnten und mir zur Seite standen. Obwohl es bei unserer Ankunft erst früh am Morgen war, wurden wir in Schatzstadt von vielen alten Bekannten empfangen. Vor allem die Mitglieder der Gilde interessierten sich für alles, was in den letzten Monaten und Jahren geschehen war. Doch Lord Ecke winkte einfach kurz ab. Er schien, wie wir alle anderen, sehr müde von unserem Weg zu sein und versprachen kurz, dass wir ihnen alles erzählen würden, sobald diese Geschichte überstanden war. Nachdem wir alle Energie getankt hatten, einigten wir uns während der Abenddämmerung, mit Lapras Hilfe zum Zeitturm zu reisen. Dort würde Dialga über das Tor zur Prüfung des Elements der Zeit wachen.
Labras war zunächst sehr überrascht, uns zu sehen. Da er die meiste Zeit am Strand verbracht hatte, hatte er nichts von dem Trubel mitbekommen, der in der Stadt vor sich ging. Aber er sicherte uns seine Hilfe zu. Auf dem Weg zum verborgenen Land erklärten wir ihm alles, was wir nach diesem Abenteuer auch der Gilde erzählen wollten. Schließlich kamen wir nach Sonnenuntergang im verborgenen Land an, wo sich der Zeitturm immer noch in die Höhe streckte. Er sah wieder deutlich stabiler aus als bei meinem Verschwinden. Boah, es wird schwerer und das Wetter draußen zieht sich gerade auch tollerweise zu. Ich hoffe, es beginnt nicht zu gewittern, das wäre nervig. Und wenn ich schon hier die Kurve sehe, wie mein Trinken klingt, wünsche ich euch viel Spaß. Wenn überhaupt wer jetzt noch zuguckt. Als der Vollmond am höchsten Punkt stand, erreichten wir die Spitze des Zeitturms. Dialga, der dort wachte, schien sehr überrascht über unsere Ankunft zu sein. Puh. Okay. Kurz durchatmen. Jetzt kommt die wohl schwerste Stimme der gesamten Geschichte. Ja, weshalb seid ihr hierher zurückgekehrt? Wir sind hier, weil wir die Elementkristalle brauchen, um die Verdunklung des Planeten zu stoppen. Ich will die Prüfung bestreiten. Dann stimmt also, was ich gehört habe. Ich kenne deine Stärke, aber ich muss dich fragen. Möchtest du dieses Risiko wirklich eingehen? Die wenigen, die es bisher versucht haben, wurden seitdem nie wieder gesehen. Ich bejahte, da ich wusste, dass ich keine Wahl hatte. Nun gut, ich werde dich zu dem Ort der Prüfung bringen. Ihr anderen, euch bitte ich, diesen Turm nun zu verlassen. Bevor sie endgültig die Kuppel verließen, drehte sich Lord Ecke noch einmal um. Komm zurück, sobald du es geschafft hast, okay? Viel Glück, auch wenn ich weiß, dass du es nicht brauchen wirst. Ja, ich hab Dialga überstanden. Und was ich echt sagen muss, sorry, ich trinke halt echt zu viel, deswegen sorry, wenn mir da was rausrutscht manchmal. Ich muss mein Wasser bald nachfüllen gehen. Dialga hat jetzt schon fast entspannt. Ich weiß gar nicht warum. Die Stimme war voll chillig. Nachdem er auch die Kuppel verließ, hatte ich nicht einmal mehr Zeit, um Dialga zu fragen, was die Prüfung überhaupt sei. Ich befand mich an einem seltsamen Ort. Er sah nicht real aus, sondern schien eher ein Traum zu sein. Die Atmosphäre, die er herrschte, war sehr besonders. Ich hatte noch nie solch einen Ort gesehen. Ich hätte ihn mir nicht einmal vorstellen können. Ihre Stimme ertönte wie aus dem Nichts. Willkommen am Ort deiner ersten Prüfung, Günther. Ich habe deine Ankunft bereits erwartet. Diese Prüfung könnte bereits deine schwerste werden, doch theoretisch wird sie auch die einfachste sein. Das ist deine letzte Chance umzukehren. Bist du wirklich bereit für das, was vor dir liegt? Du wirst deine eigenen Grenzen überwinden müssen. Und es ist nicht gewiss, ob du es schaffst. Im Fall einer Niederlage würde deine Reise hier enden. Ich hatte Angst, aber ich wusste, dass mir keine Wahl blieb. Ich atmete tief durch. Ja, ich bin bereit. Ich fand es sehr merkwürdig, dass dieses Wesen, was auch immer es war, meinen Namen kannte und zu wissen schien, was geschehen war. Ich fragte aber nicht nach, auch da ich gar nicht mit einer Antwort rechnete, die mir weiterhalf. Doch ich war sicher, irgendwann würde ich alles erfahren. Nun gut, ich habe nichts anderes von dir erwartet, Günther. Folge mir. Vor mir erschien ein merkwürdiges Glitzern in der Luft und schwebte mit hohem Tempo geradeaus und von mir weg. Übrigens, sorry, ihr habt vielleicht im zweiten Cut schon bemerkt. Ich hoffe nicht, ich habe versucht, einen unauffällig zu halten. Und es wird auch auf jeden Fall noch mindestens einen weiteren geben. Aber wenn ich so viel trinke, muss ich oft auf die Toilette. Tut mir leid. Das hat jeden interessiert. Das Glitzern schwebte in einem hohen Tempo geradeaus von mir weg. Ich folgte ihm eine lange Zeit, während ich der Stimme zuhörte. Es tut mir leid, dass ich dich überhaupt prüfen muss, doch ich bin die Wächterin dieser Kristalle, daher ist es meine Pflicht. Ich kenne dich und deine Abenteuer, trotzdem muss es sein, damit ich wissen kann, dass du derjenige bist, der den Kampf gegen die Dunkelheit gewinnen kann.
Zudem müssen dich die Kristalle selber als ihren Meister ansehen können. Denn wenn du glaubst, dass diese Schlacht ein leichtes sein wird, sobald du das reine Element hast, dann irrst du dich. Diese Prüfungen werden schwerer, als du es dir vorstellen könntest. Doch das, was danach folgt, solltest du Erfolg haben, wird es noch einmal überbieten. Während ich lief und zuhörte, fiel mir gar nicht auf, dass ich immer schwächer und schwächer wurde, bis ich es auf einmal nicht mehr schaffte, mich auf den Beinen zu halten. Ich lag auf dem Boden und konnte mich nicht mehr bewegen. Ich war mir sicher, einfach nicht stark genug gewesen zu sein und daher bei der Prüfung gescheitert zu sein, als ich auf einmal Latias vor mir schweben sah. Sie sah genauso aus, wie ich sie von unserem letzten Treffen in Erinnerung hatte. Die Schatten, die aus ihr brannten, schienen mehr geworden zu sein und ihre Augen blitzten auf, als sie mich sah. Du bist ein erbärmlicherer Gegner, als ich es erwartet hatte. Du schaffst es nicht einmal, den ersten der Kristalle zu ergattern, ohne den Löffel abzugeben. Eigentlich ist es schade. Und zwar so schade, dass ich dir ein Angebot mache. Ich kann dich in deine Welt zurückbringen. In die Welt der Menschen. Du kannst dort friedlich weiterleben und diese erbärmlichen Pokémon einfach vergessen. Was gehen dich ihre Probleme denn an? Es ist ihre Welt, nicht deine. Nun, was sagst du? Ich war mehr als überrascht, dass Latias mir so etwas anbot und auch wenn ich mich heute dafür schäme. Ich war kurz davor, ihr Angebot anzunehmen. Doch ich erkannte rechtzeitig, dass das nicht stimmte, was sie sagte. Nein, ich gebe den Kampf nicht auf. Solange nur das kleinste bisschen Hoffnung besteht, diese Welt ist nicht weniger meine Heimat als der Menschen. Und diese erbärmlichen Pokémon sind meine Freunde. Entgegen meiner Erwartungen verschwand sie einfach vor meinen Augen und die Stimme der Wächterin ertönte. Herzlichen Glückwunsch, Günther. Du hast die Prüfung des Zeitkristalles bestanden. Du hast deine Angst überwunden und realisiert, wo du wirklich hingehörst. Auf einmal verschwand die Stimme und ich verlor das Bewusstsein. Kapitel 20. Ein besonderes Kapitel für den Kristall des Raumes. Wir haben den ersten Kristall. Als ich in unserem Lager aufgetaucht bin, war er auf einmal wieder da. Leider haben wir ein neues Problem. Keiner konnte mir erklären, warum, aber er war bewusstlos. Wir waren sehr damit beschäftigt zu planen, was wir nun machen würden. Inzwischen war er... Übrigens, ich weiß, dass der eine Satz so klingt, als wäre der scheiß Kristall bewusstlos. Aber wer das Kapitel kennt, weiß genau, was das ist. Mir ist keine bessere Formulierung wirklich eingefallen, tut mir leid. Wir waren sehr damit beschäftigt zu planen, was wir nun machen würden. Inzwischen war es täglich noch 3 Stunden hell. Deswegen konnten wir nicht einfach abwarten, bis er wieder zu sich kam. Boah, ich muss mich wieder hier so laut die ganze Zeit umsetzen. Das Schlimmste gerade ist nicht mein Hals, sondern mein Rücken. Wir konnten jedoch auch nicht einfach alleine hier lassen, auf das Risiko, dass Latias unser Lager entdecken würde. Die Zeit wurde sehr knapp. Necrozma hatte berechnet, dass in bereits 5 Tagen die komplette Dunkelheit einkehren würde. Und somit hätten wir keine 2 Wochen mehr, bis der Weltuntergang einkehren würde. Wir mussten ein großes Risiko eingehen, so viel war sicher. Und somit einigten wir uns, vor allem da ich fest darauf bestand, dass ich alleine zur Raumspalte aufbrechen würde, um den Raumkristall zu holen. Die anderen waren zuerst vollkommen dagegen und ich mache mein Fenster zu, grad beginnt's draußen mit dem Regenschauer. Die anderen waren zuerst vollkommen dagegen und auch ich habe gezweifelt, aber letztendlich haben alle eingesehen, dass es unsere einzige Chance ist. So machte ich mich also alleine auf dem Weg zur Raumspalte, die westlich von Schatzstadt lag. Ich rechnete mit einer Reisedauer von mindestens 1 Tag, also versprach ich, innerhalb von 3 Tagen zurückzukehren. Die Reise führte mich durch viele bekannte und unbekannte Gebiete. Ich durchquerte den Seelenwald, einen großen Berg, dessen Name, wie ich später herausfand, Schluchtenberg lautete. Kleiner Funfact, den will ich mal einbauen, den habe ich nämlich, glaube ich, vergessen. Ursprünglich habe ich gar nicht an die Raumspalte gedacht, was die Elementkristalle anging. Und der Schluchtenberg war der Ort, an dem eigentlich der Kristall des Raumes war. Ahem.
und überquerte einen Teil des Meeres. Dort fand ich schließlich eine Art große Spalte in der Luft, die der, die zum verborgenen Land führte, sehr ähnlich sah. Es war die Raumspalte, in der Palkia lebte. Ich betrat sie und kam an einen merkwürdigen Ort, der ganz anders war als das verborgene Land. Im tiefsten Punkt traf ich auf ein großes, drachenartiges Wesen. Die Alga hat mir von allem berichtet, was geschehen ist. Du bist hier, um den Kristall des Raumes zu ergattern, habe ich recht. Er wartete nicht einmal auf meine Antwort, sondern begann zu erklären. Dir ist bewusst, welches Risiko du eingehst, wenn gerade du diese Prüfung bestreitest, habe ich recht. Diese Prüfung ist ein Rätsel. Du hast nur eine Chance und bei einer falschen Antwort ist deine Rückkehr ausgeschlossen. Bist du dir wirklich sicher? Da ich nicht sicher war, ob es dieses Mal eine Antwort erwartete, zögerte ich kurz, aber als es mich weiterhin erwartungsvoll ansah, sagte ich ihm, dass ich bereit sei. Nochmal kurzes Zwischenfazit will ich jetzt übrigens bringen. Ich weiß nicht warum. Im Moment geht's für mich besser als am Anfang. Ich verstehe es selber nicht. Aber das Vorlesen fällt mir gerade einfacher als anfangs. Ich sagte ihm, dass ich bereit sei. Es öffnete wortlos eine Art Portal und schritt hindurch. Und ich schritt hindurch. Ich fand mich in einer sehr merkwürdigen Gegend wieder. Sie wirkte irreal und war anders als alles, was ich mir hätte vorstellen können. Eine Stimme ertönte wie aus dem Nichts. Ich erkannte sie sofort und zuckte zusammen. Du bist also wirklich gekommen, um die Prüfung des Raumsteins zu bestreiten. Palkia hat dir sicher schon erklärt, dass es sich hierbei um ein Rätsel handelt. Bist du bereit oder möchtest du lieber umkehren? Ich bejahte bei der Frage, ob ich bereit sei. Ich nahm mir vor, meine Fragen zu stellen, wenn ich es hinter mich gebracht hatte. Nun gut, ich bin gespannt auf deine Antwort. Die Frage ist gleichzeitig simpel wie anspruchsvoll. Du musst wissen, auch ich bin ein normales Pokémon, wie alle anderen. Deine Aufgabe ist es nun herauszufinden, wer... Ich unterbrach sie, bevor sie überhaupt ausgesprochen hatte. Ich musste mir beinahe ein Lachen verkneifen. Ich fragte mich, ob das Ganze jetzt eine Falle sei. Nach den letzten Monaten kannte ich immerhin Latias Stimme mehr als genug. Doch sie hörte sich nicht so an wie letztes Mal, von der Dunkelheit beeinflusst, sondern so, wie sie immer zuvor gesprochen hatte. Ich sagte ihr, dass ich wüsste, dass sie Latias sei und fragte, was das Ganze sollte. Ich war durchgehend kampfbereit, da ich mit einem Angriff rechnete. Doch es geschah nichts. Sie begann einfach zu erklären. Ich habe gehofft, dass du meine Stimme erkennst und somit die Prüfung bestehst. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich werde dir erklären, was alles geschehen ist und weshalb ich hier bin. Als sie fertig war, sah ich alles bisher Geschehene in einem anderen Licht. Ich war mir immer noch nicht zu 100% sicher, ob ich ihr wirklich vertrauen könne. Doch was sie sagte, würde Sinn machen und viele Fragen beantworten, die ich mir selber vorher nicht beantworten konnte. Nun kennst du die ganze Geschichte. Nimm den zweiten Elementkristall und erzähle den anderen, was ich dir gerade erzählt habe. Ich glaube an euch. Ich weiß, dass ihr es schaffen werdet. Viel Glück. Bevor ich mich versah, stand ich vor dem Eingang zur Raumspalte und hielt den Kristall des Raumes in der Hand. Ich brach so schnell wie möglich in Richtung Schatzstadt auf. Ich begann zu rennen. Die anderen mussten erfahren, was es mit dem auf sich hatte. Doch im Seelenwald musste ich kurz verschnaufen. In diesem Moment tauchte ein Etwas vor mir auf. Es sah aus wie eine Art Kugel aus reinem Schatten. Dieses Wesen traf genau auf Latias Beschreibung zu. Du bewegst dich keinen Schritt weiter, wenn dir dein Leben etwas wert ist. Du weißt zu viel, als dass ich dich gehen lassen könnte. Nehmt ihn gefangen, ich habe noch Nutzen für ihn. Kaum hatte es ausgesprochen, wurde ich von Sorok umzingelt. Ich wusste, dass ich mich ergeben musste, ansonsten würden sie mich töten. Doch ich schaffte es, unbemerkt den Kristall fallen zu lassen. Ich wusste zwar nicht, was aus mir werden würde, doch ich hoffte, selbst wenn ich sie nie wieder sehen würde, dass all meine Freunde zusammen die Welt retten konnten. Ich wusste, Günther würde es schaffen. Kapitel 21. Eine wahre Prüfung. Ich
weiß nicht, wie lange ich bewusstlos war, seit ich den Kristall der Zeit erhalten hatte. Als ich wieder aufwachte, fand ich mich in unserem Lager in der Zuhaido-Klippe wieder. Nick Schrossma, Floink und Bisasam saßen mein Lagerfeuer herum. Und ich hoffe, der Regen ist nicht so laut, dass ihr ihn hört. Okay, aber wenn ich nix sage, schlägt die Tonspur nicht aus, also denke ich, geht's schon. Von Nick, doch von Lord Ecke, keine Spur. Weshalb ich gelacht habe, ist der Satz jetzt. Außerhalb regnete es in Strömen. Das tut es wirklich. Und es herrschte ein starker Sturm. Ich hatte anscheinend keine bleibenden Schäden aus der Prüfung davongetragen. Nur mein Kopf dröhnte ein wenig. Das hinderte mich jedoch nicht daran, zu den dreien zu stoßen. Endlich bist du wach. Du warst tagelang bewusstlos. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Flonk drehte den Kopf von mir weg. Aber das müssen wir ja immer noch. Ich meine Frage und erklärte mir Nick Crossmore, was geschehen war. Und da uns noch etwas mehr als eine Woche bis zum Ende der Welt bleibt, haben wir uns nach langer Diskussion geeinigt, dass Lord Ecke aufbrechen würde, um den Raumkristall zu holen. Uns allen war bewusst, dass er es theoretisch nicht schaffen könnte, da du ja der Auserwählte bist, der den Kampf gegen die Dunkelheit gewinnen kann. Aber wir hatten keine Wahl. Er hatte versprochen, nach 3 Tagen mit dem Kristall zurückzukehren. Aber heute ist bereits der 4. Tag. Wir hatten uns gerade darauf geeinigt, uns auf den Weg zu machen, um zu gucken, was geschehen ist. Ich war sehr beunruhigt von der Situation, daher wollte ich natürlich auch mitkommen, auch wenn aus irgendeinem Grund mein Kopf immer stärker schmerzte. Ich versuchte mir nichts anmerken zu lassen, doch am Eingang des Seelenwaldes fiel den anderen auf, dass etwas mit mir nicht stimmte. Ich schaffte es nicht, ihr Tempo zu halten und stolperte sehr oft. Ich war inzwischen mit Schlamm übersät, da der Regen kein bisschen nachgelassen hatte. Mein Kopf tat bei jedem Schritt mehr weh. Doch ich wollte die Reise nicht mit dem Ungewissen abbrechen. Bis ich wieder stolperte, fing Bisasam mich auf. Ich denke, wir sollten diese Expedition lieber lassen, oder? Dir geht's offensichtlich nicht gut, Günther, habe ich recht. Ich wollte mir nichts anmerken lassen. Nein, es geht schon, ich habe nur etwas Kopfweh. Ich komme schon damit klar. Er sah mich durchdringend an. Komm, Günther, sei ehrlich. Du siehst aus, als würdest du gleich zusammenbrechen. Komm, lass uns umkehren. Ich war traurig und enttäuscht, jetzt in der Ungewissheit zurückkehren zu müssen, was mit Lord Ecke passiert war, als Floink uns plötzlich etwas zurief. Kommt schnell hier vorne, hier liegt der Elementkristall. Wir kamen sofort zu ihm und dort lag er tatsächlich auf dem Boden. Er strahlte ein seltsames Licht ab. Etwas an ihm wirkte komisch. Als ich ihn in die Hand nahm, um ihn mir genauer anzugucken, wurde mir schwindelig. Die Gegend verschwamm vor meinen Augen und auf einmal konnte ich deutlich Lord Ecke sehen. Er ließ gerade unbemerkt den Kristall fallen, während er von Sorak angegriffen wurde. Vor ihm schwebte eine Art Materie. Ich wusste, was geschehen war. Mein dimensionaler Schrei wurde ausgelöst. Seit meinem Abenteuer, bei dem wir den Zeitturm gerettet hatten, habe ich ihn nicht mehr genutzt und ihn deshalb schon vergessen. Auf einmal sah ich vor mir wieder alles deutlich. Ich saß auf dem Waldboden. Meine Kopfschmerzen waren wie weggeblasen. Ist alles in Ordnung? Ich erzählte ihnen von meiner Fähigkeit des dimensionalen Schreis und von dem, was ich gesehen hatte. Ich war ziemlich schockiert über das Geschehen, aber die anderen freuten sich sogar. Nun gut, wir wissen zwar nicht sicher, wo Lord Ecke sich befindet, aber wir können uns zumindest relativ sicher sein, dass er lebt. Außerdem haben wir jetzt den 2. Elementkristall. Ich sah ihn mir in meiner Hand noch einmal an. Sein Leuchten war verschwunden. Nun unterschied ihn nur noch seine Farbe vom Kristall der Zeit. Mit einigen neuen Informationen, aber auch neuen Fragen, kehrten wir nach Schatzstadt zurück. Von dort wollten wir uns noch ausruhen, bevor wir uns zur Mondsteingrotte aufmachten. Ich konnte schlecht schlafen. Ich machte mir viele Sorgen. Ein Wesen hatte Lord Ecke in seiner Gewalt, weil er zu viel wusste. Ich konnte mir nicht erklären, was es damit meinte. Vor allem wusste ich nicht, was dieses Wesen war. Wir hatten es noch nie gesehen oder davon gehört. Ich zumindest nicht. Ich versuchte mir zu erklären, was passiert sein könnte,
Am Ende vermutete ich, dass dieses Wesen vermutlich die neue rechte Hand von Latias sei, seit Lord Ecke die Seite gewechselt hatte. Vermutlich hatte es etwas zu verbergen und Lord Ecke hatte es auf seiner Reise herausgefunden. Nun würde das Wesen verhindern wollen, dass dieses Geheimnis ans Licht kommt. Aber ein Satz aus meiner Vision verfolgte mich dauerhaft. Ich habe noch Nutzen für ihn. Ich war mir trotz allem sicher, wenn wir diesen Krieg gewinnen würden, würde ich Lord Ecke retten und die Wahrheit herausfinden können. Am nächsten Tag brachen wir alle zusammen auf, um Cresselia in der Mondsteingrotte zu treffen. Und zwar bewusst, dass sie die Wächterin sein musste. Doch die Wächterin der Kristalle in den Welten der Prüfung blieb ebenfalls ein ungelöstes Rätsel. Nach einigen Stunden kamen wir an den Fuß des Berges, in dem ich meine letzte Prüfung erwarten würde. Zumindest meine letzte Prüfung, bevor wir das reine Element besäßen. Am tiefsten Punkt der Höhle wurden wir bereits erwartet. Ihr seid also wirklich gekommen? Dialga und Palkia haben mir bereits erzählt, was geschehen ist. Ich konnte es wirklich nicht fassen, dass Latias... Aber egal, ich weiß, dass ihr bereits zwei der Kristalle habt. Daher halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass du wirklich der Auserwählte bist, Günther. Trotz allem, wenn du bereit bist, darfst du nicht übermütig werden. Ich habe keine Ahnung, was dich erwarten wird, also bist du auf dich alleine gestellt. Also, bist du bereit? Ich wusste, es würde das letzte Mal sein, dass ich so eine Prüfung beginnen müsste. Deshalb war ich mehr als bereit. Im nächsten Moment befand ich mich in derselben merkwürdigen Welt, wie auch beim ersten Mal auf dem Zeitturm. Doch dieses Mal befand sich ein riesiges Tor vor mir. Die Stimme ertönte wieder. Sorry für den Cut, ich musste nochmal Pause machen wegen viel Trinken, wisst schon. Und um die Fenster von Gekippt jetzt auf endgültig zuzumachen, weil der Regen noch mehr eskaliert. Der Regen kickt, Leute. Übrigens nochmal kurzer Zwischenstand für mich. Mein Hals hat wieder ein bisschen mehr Probleme als vorher. Meine Wasserflasche ist aber immer noch irgendwie fast halb voll. Ich kann das schlecht einschätzen, die hat eine komische Form. Ich bin inzwischen jetzt ziemlich genau bei der 2-Stunden-Marke. Bei der Marke, bei der meine Mutter gesagt hat, dass ich unmöglich mehr schaffen kann. Mein Ziel ist schon noch, mindestens die Hauptgeschichte fertig zu machen. Also, weiter geht's. Du bist also wirklich zu deiner letzten Prüfung gekommen, sehr gut. Ich denke, ich muss nicht fragen, ob du umkehren willst, daher erkläre ich dir, worum es sich diesmal handelt. Anders als ich ursprünglich geplant hatte, wird dies hier wohl die schwerste Prüfung werden, die ich je austragen musste. Es tut mir leid, aber du musst sie bestehen, sonst wird der Kristall dich nicht akzeptieren. In dieser Prüfung geht es um deine Stärke, sowohl körperlich als auch seelisch. Du musst den Feind bezwingen, der hinter diesem Tor lauert. Er wird dir keine Gnade gewähren, also pass auf. Die Stimme klang während der Erklärung gleichzeitig mitleidig und traurig, was mich verwirrte und etwas verunsicherte. Ich wusste nicht, wie es sein konnte, dass sie eine andere Prüfung austragen musste, als sie es vorher geplant hatte. Doch als sich das große Tor quietschend öffnete, wusste ich es. Kapitel 22. Ich hatte mit vielem gerechnet, bevor sich das Tor öffnete. Doch eine Möglichkeit hatte ich nie in Betracht gezogen. Hinter dem Tor stand Lord Ecke. Er sah aus wie Latias, mit roten, leuchtenden Augen, von Schatten umhüllt. Ich wusste, dass das Werk des dunklen Wesens sei, als es sagte, es habe noch Nutzen für Lord Ecke. Es meinte anscheinend diese Prüfung. Diese Prüfung endet, sobald einer der Kämpfer kampfunfähig wird. Vorher gibt es keine Möglichkeit zu beenden. Möge die Schlacht beginnen. Kaum hatte die Wächterin ausgesprochen, griff Lord Ecke an. Ich merkte, dass es keine andere Möglichkeit mehr gab als den Kampf. Er war nicht der Herr seiner Sinne. Doch gleichzeitig weigerte sich etwas in mir, ihn anzugreifen. Es musste einen Weg geben, wie wir beide gesund und mit dem Elementkristall aus der Prüfung herauskommen würden. Mir fiel schnell auf, dass er durch die Schatten nicht nur seinen eigenen Willen verlor, sondern auch deutlich stärker wurde, als er ohnehin schon war. Ich versuchte es mit Angriffen, indem ich mir einredete, dass sie ihm sowieso nicht wehtun würden, solange er eine solche Macht hatte.
Leider hatte ich recht und er schien meine Angriffe nicht einmal zu spüren. Durch sein Tempo fiel es mir schwer, seinen Angriffen auszuweichen, und ich merkte, wie aussichtslos die Lage war, also gab ich Angriffe fürs Erste auf. Plötzlich hatte ich einen Geistesblitz. Und das Wetter draußen nicht. Schön, der Himmel ist auch durchgehend grau, also macht das jetzt wahrscheinlich so weiter. Ich muss mal die Lampe anschalten. Es wird langsam echt zu dunkel. Wo war ich? Also gab ich Angriffe fürs Erste auf. Plötzlich hatte ich einen Geistesblitz. Meine einzige Chance, in diesem Kampf erfolgreich zu sein, war es, Lord Ecke vom Einfluss der Schatten zu befreien. Theoretisch hätte ich somit diese Prüfung bestanden. Denn in dieser Schlacht war nicht Lord Ecke mein Feind, sondern die Schatten. Das größte Problem, das blieb, war nun die Umsetzung des Plans. Ich hatte nicht mehr so viel Zeit, denn ich verlor langsam meine Energie und es fiel mir schwerer auszuweichen, wohingegen mein Feind eher stärker zu werden schien. Ich durchsuchte meinen Beutel nach irgendetwas, mit dem ich es schaffen könnte, die Schatten zu vertreiben und Lord Ecke zurückzuholen, als mein seltsames Leuchten im Inneren des Beutels auffiel. Ich war mir sicher, die Elementkristalle in Sicherheit bei meinen Freunden gelassen zu haben, doch ich fand sie beide in meiner Tasche. Ich erkannte, dass die Formen der Steine zusammenpassten, wie bei einem Puzzle, nur dass das letzte Teil noch fehlte. Also entschied ich mich schnell, die beiden Kristalle zusammenzuführen. In diesem Moment strahlten sie ein helles Licht aus und ich war kurz geblendet. Hals ist wieder am Nerven. Als das Licht verschwunden war, schien Lord Ecke sehr verunsichert. Die Schatten waren deutlich weniger geworden. Und ich hatte das Gefühl, dass sie manchmal für eine Sekunde verschwanden und Lord Ecke bereits gegen sie ankämpfen konnte. In einem Moment, als die Schatten kurz zurückkehrten, entschied ich mich für einen finalen Angriff. Es funktionierte genauso, wie ich es mir erhofft hatte. Die Schatten verließen Lord Eckes Körper und schwebten, wie als seien sie in Panik in der Luft umher, bevor sie ins Nichts verschwanden. Nun stand wieder der Lord Ecke vor mir, den ich kannte. Er schien nicht viel abbekommen zu haben, wirkte aber verwirrt. Was ist passiert, Günther? Sind die Schatten endlich weg? Hast du es geschafft? Bevor ich antworten konnte, meldete sich die Stimme der Wächterin wieder. Ja, er hat es geschafft. Die Prüfung ist bestanden. Ihr habt es geschafft, alle Elementkristalle zu sammeln. Jetzt begebt euch zum Zwielichtforst, wo alles begonnen hat, und beendet diese Schlacht. Ich lege meine Bonus-Episode neben dran, um zu sehen, wie lang die Hauptstory noch ist. Mit diesen Worten kehrten wir wieder in die Mondsteingrotte zurück. Cresselia schien nicht mehr hier zu sein, doch die anderen waren sehr überrascht, als ich mit Lord Ecke vor ihren Augen wieder auftauchte. Was? Wie kommst du hierher, Lord Ecke? Was ist passiert? So begann Lord Ecke, Licht ins Dunkel zu bringen, und zwar wortwörtlich, und erklärte, was passiert war. Okay, also, nachdem ich die wohlgemerkt sehr einfache Prüfung des Raumes geschafft hatte, habe ich sehr viel herausgefunden. Ich bin sofort nach meiner Rückkehr zur Raumspalte losgeeilt, um euch davon zu berichten, doch im Seelenwald musste ich kurz durchatmen. Ich sprach für ihn weiter. Dort wurdest du dann von diesem dunklen Wesen angegriffen und hast den Kristall fallen lassen, das wissen wir. Lord Ecke schien das nicht weiter zu verwundern, also erzählte er weiter. Das stimmt, sie haben mich weggebracht und eingesperrt. Ein Tag später haben sie mich durch ein Portal in die Welt der Prüfung gebracht. Und auf einmal hat sich das Wesen, das du gesehen hattest, aufgelöst und es in meinen Körper gefahren. Es war schrecklich, alles fühlte sich in dieser Zeit normal an und eigentlich war das auch so, aber irgendwie auch nicht. Dieses Wesen, die dunkle Macht, hat meinen Körper gesteuert. Und ich konnte nur zugucken, was es alles tat. Dann ist nach einiger Zeit Günther aufgetaucht und hat die Prüfung bestritten und mich dabei von ihm befreit. Das war an sich die Geschichte. Mit dieser Aussage war aber noch niemand zufrieden. Kapitel 22. Das reine Element. Das ist ja schön und gut, aber was ist dieses Etwas, das du weißt, aber nicht wissen solltest? Sorry. Also dazu müsst ihr wissen, dass es meine Aufgabe war, herauszufinden, wer die Wächterin der Prüfung der Kristalle ist.
Nach all der Zeit war es für mich kein Problem, Latias Stimme zu erkennen. Er wurde unsern von uns allen unterbrochen. Latias, das kann doch gar nicht sein. Die ist doch hinter uns her, warum sollte gerade sie uns die Elementkristalle geben? Da muss ich Florian zustimmen, das ergibt wirklich keinen Sinn. Ja, ich muss auch zustimmen. Bist du sicher, dass du dich nicht verhört hast, Lord Ecke? Jetzt lasst mich doch mal erklären, bevor ihr euch alle aufregt. Dann wird das Ganze auch für euch Sinn machen. Also, es ist wirklich Latias. Sie hat dasselbe Schicksal ereilt wie mich, aber schon vor langer Zeit. Sie ist nicht schuld an dem, was sie tut. Sie wird von der dunklen Macht besessen. Mit ihrem Geist konnte sie in die Welt der Prüfung durchdringen und uns die Kristalle geben. Das heißt, von Anfang an war Latias nicht unser Feind, sondern die dunkle Macht. Es herrschte erst einmal für einige Zeit Stille. Ich durchbrach sie schließlich. Ich denke, es ist Zeit, das reine Element zu erschaffen, oder? Die anderen schienen auch aus ihrer Starre erwacht zu sein und stimmten zu. Zögernd führte ich das letzte Teil des reinen Elements zu den beiden anderen. Es blitzte dieses Mal stärker als beim letzten Mal. In diesem Licht konnte ich erkennen, dass vor mir etwas in der Luft schwebte. Und als das Licht langsam verschwand, erkannte ich es. Es sah fast genauso aus wie das Wesen, das laut Lord Ecke dunkle Macht heißt. Anders als diese strahlte das reine Element jedoch in gleißendem Licht und warf Reflexionen in allen Farben des Regenbogens an die Wände. Ich war etwas eingeschüchtert, doch ich legte es behutsam in meinen Beutel. Jetzt haben wir aber immer noch ein Problem. Wir haben so gut wie keine Zeit mehr. Es wird nicht mehr hell, aber wir müssen... wir jetzt wieder in deine Basis kommen, oder, Nick Schosma? Kapitel 23. Finalstimmung. In die nächste halbe Stunde verbrachten wir damit, einen Plan zu schmieden, bis Nick Schosma eine Idee hatte. Hör zu, ich hab schon gehört, dass Latias, die dunkle Macht, ihre Schergen losgeschickt hat, um euch gefangen zu nehmen. Einem Anschein nach dachte sie, dass wir aufgrund unseres Reisewegs von Silberdorf den Kristall des Traumes zuerst holen. Die dunkle Macht denkt, wir hätten erst einen von ihnen. An dieser Stelle kommt ihr ins Spiel, Floink Bisasam. Sobald ich fertig erklärt habe, brecht ihr nach Silberdorf auf und verbreitet dort auf eurem Weg das Gerücht, Günther und Lord Ecke seien gefangen genommen worden. Diese Gerüchte werden bis zur... Dieses Blatt ist falsch rum, da stehen komische Zahlen hinten drauf. Das sind Koordinaten von einer Minecraft-Welt, das weiß ich noch. Das Blatt ist leer! Diese Gerüchte werden bis zur dunklen Macht vordringen. Dann morgen kommen wir ins Spiel. Aufgrund meines Körpers, der wie ein Prisma aufgebaut ist, kann ich gespeichertes Licht reflektieren und mich somit so aussehen lassen, als wäre ich einer von den Schergen der dunklen Macht. Sie wird uns freiwillig in ihre Festung, vermutlich sogar in ihren Thronsaal bringen, in dem wir dann die finale Schlacht bestreiten können. Sind alle einverstanden? Niemand hatte eine andere Idee, also entschieden wir uns für diesen Plan. Und so brachen Floink und Bisasam auf. Es ist zwar schade, dass wir euch bei diesem Kampf nicht helfen können, aber solange wir unseren Teil für die Rettung der Welt beitragen können, bin ich zufrieden. Wir werden auf der Lichtung warten, sobald euer Kampf begonnen hat. Ihr schafft das für diese Welt. Viel Glück. Der Sturm draußen hatte in all den Tagen kein bisschen nachgelassen. By the way, normalerweise ist das die Stelle, an der die Folge des Finals begonnen hatte in meinem Let's Play. Machen wir weiter. Der Sturm draußen hatte in all den Tagen kein bisschen nachgelassen. Es regnete in Strömen. Bei mir tatsächlich nicht mehr in Strömen. Wir verbrachten noch einige Stunden in Schatzstadt, um die wichtigsten Details von Nick Crossmas Plan zu perfektionieren, bis wir schließlich heimlich aufbrachen. Wir hätten uns den ganzen Weg versteckt, damit niemand uns entdecken und den ganzen Plan zerstören konnte. Wir hörten jedoch immer wieder, dass Floink und Bisasam ganze Arbeit geleistet hatten. Überall, wo wir hinkamen, sprachen Pokémon davon, dass das Ende der Welt nicht mehr zu verhindern sei. Es fühlte sich falsch an, alle Pokémon anzulügen und ihnen die Hoffnung zu nehmen, doch es musste sein. Nach einiger Zeit kamen wir im Quellwald an. Dort entschieden wir uns, die nötige Energie für den bevorstehenden Kampf zu sammeln. Also schlichen wir uns in Lord Eckes Haus.
Ich versuchte so viel wie möglich zu schlafen. Jetzt hat natürlich der Regen auf Kommando wieder begonnen abzugehen. Wartet, ich geh mal kurz, damit ihr jetzt mal so einen Eindruck bekommt. Ich geh mal zum Fenster mit Headset. So, Fenster auf. Ich glaube, ihr werdet zumindest ein bisschen was gehört haben. Ja, hört sich so an. Hört sich so an. Ich sehe die Audiospuren und sag, hört sich so an. Wo war ich? Ich versuchte so viel wie möglich zu schlafen, doch ich schaffte es nicht. Erst dachte ich, es läge an dem Gewitter, das draußen tobte, doch ich merkte schnell, es lag an mir selber. Morgen würde ich alleine über das Schicksal der gesamten Welt entscheiden. Ich hatte bereits den ganzen Tag ein sehr schlechtes Bauchgefühl, als würde etwas Schreckliches, Unvorstellbares passieren. Alles, was geschehen war, wirkte irgendwie unrealistisch. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass ich bestimmt war, diese Welt zweimal zu retten. Ich hatte auch noch viele offene Fragen. Was hatte denn nun der Seelenwald geholfen, der doch angeblich existierte, um mir bei meiner Aufgabe zu helfen? War es einfach nur seine Bestimmung, dass wir dort den Kristall des Raumes finden würden? Und den ich den dimensionalen Schrei wiederentdeckte? Und was hat es mit dieser dunklen Macht auf sich? Es schien, als wäre nicht einmal mehr genug Zeit, diese Fragen zu klären. Der Sturm wurde mit jeder Minute stärker. Kacke, die Seiten sind falsch sortiert. Sorry, das wird jetzt einen Moment brauchen. Oder ist das hier einfach nur vertauscht, weil hier war gerade bereits die vorletzte Seite der gesamten Geschichte und auf der letzten stehen zwei Zeilen. Ich hoffe, es passt dann jetzt alles, wenn ich nochmal sortieren muss, sorry. Der Sturm wurde mit jeder Minute stärker, als würde er ein Unheil ankündigen wollen. Ich versuchte verzweifelt zu schlafen, doch ich schaffte es nicht. Ich wusste, Nick Crossman und Lord Ecke würden bei dieser Schlacht dabei sein und es wäre ein großes Risiko für sie beide. Ich musste diese Schlacht schlagen, nicht sie. Das Risiko, dass ihnen etwas zustoßen würde, war enorm. Ich entschied mich, alles dafür zu geben, dass sie es schafften. Was mit mir geschehen würde, nachdem der Kampf gewonnen war sowieso nicht so wichtig. Ich hätte meine Pflicht erfüllt. Mit diesem Gedanken schaffte ich es nun endlich einzuschlafen. Einige Stunden später weckte Lord Ecke mich. Draußen hatte sich nichts verändert. Es war finster und regnete in Strömen. Ein Blitz erhellte die Dunkelheit für eine Sekunde. Komm, Günther, es ist soweit. Es war beinahe das erste Mal in diesem ganzen Abenteuer, dass ich Verunsicherung bei ihm feststellen konnte. In der Vorbereitung unseres Plans fesselte Nick Crossman mir die Hände hinter dem Rücken zusammen, doch gerade locker genug, dass er sie mit einem einzigen Handgriff wieder lösen konnte. Bei Lord Ecke ging dies logischerweise mangels Händen nicht. Er verwandelte sich, wie er uns angekündigt hatte, vor unseren Augen in einen Zoroark. So verließen wir das Haus. Als wir schließlich an der Lichtung im Zwielichtforst ankam. Scheiße, mein Headset hängt hier komplett komisch. Schwebte die Festung immer noch Kilometer über der Oberfläche. Ich machte mir Sorgen, dass die dunkle Macht unseren Plan durchschaut hätte. Doch auf einmal tauchte ein Lichtstrahl vor uns auf. Nick Crossman wusste, was zu tun war und stieß uns vorsichtig hinein. Ehe wir uns versahen, standen wir im Eingangsbereich von Nick Crossmas Basis. Viele Zoroark befanden sich hier und sahen interessiert und belustigt zu uns rüber. Nick Crossmas Plan funktionierte perfekt. Sie dachten keine Sekunde daran, dass das Ganze nur ein Schauspiel sei und ließen uns voranschreiten. Schließlich standen wir vor einem großen Tor zum Thronsaal, das sich langsam und quietschend, begleitet von einem Donner, öffnete. Ich dachte, jemand hätte mich gerufen. Kapitel 24. Die Macht des Auserwählten.
Im Inneren des Raumes wartete die besessene Latias bereits auf uns. Als Nick Schossmer uns langsam näher an sie heranführte, begann sie zu lachen. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr euch am Ende als so wehrlos herausstellt. Euch mit nur einem Kristall schnappen zu lassen. Was habt ihr die ganze Zeit gemacht? Eine Kaffeepause. Aber das ist sowieso irrelevant. Ich würde euch unter jeden Bedingungen besiegen. Selbst mit diesem lächerlichen Reinelement. Ich weiß nicht, was bedauernswerter ist. Dass eure Reise hier endet oder dass ich nicht einmal die Gelegenheit bekomme, euch zu beweisen, dass ihr von Anfang an verloren hättet. Nun trat Nick Schossmer einen Schritt zurück und löste unbemerkt meine Fesseln. Ich zeigte Selbstsicherheit gegenüber diesem Wesen, das uns anscheinend gewaltig unterschätzt hatte. Du solltest besser aufpassen, was du dir wünschst. Aber wenn du meinst, du hättest den Kampf sowieso gewonnen, dann lass uns das doch gleich mal testen. Ich holte das reine Element aus meinem Beutel und es schwebte eine Sekunde vor mir, bevor es in meinen Körper fuhr. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, so viel Macht zu bekommen. Es fühlte sich an, als würde man wachsen. Doch nach weniger als einer halben Sekunde hörte es bereits auf. Unser Gegner war sehr wütend und schien es nicht fassen zu können. Was? Ihr konntet so schnell ein Kristall sammeln? Ihr werdet es euch noch bereuen, mich mit mir angelegt zu haben. Ihr seid nur schwache Pokémon. Ich bin eine Macht. Ein Element. Ein Alles im Vergleich zu euch. Dieser Kampf wird schneller enden, als ihr euch umschauen könnt. Macht euch auf euer Ende gefasst. Sorry, vor dem Ende muss ich aber noch mal was trinken. Okay, ich kann weitergehen. Mit diesen Worten begann unsere finale Schlacht. Nick Schossmer und Lord Ecke teilten sich auf und umzingelten die dunkle Macht. Ich blieb, wo ich war, und griff an. Der Feind ignorierte meine Freunde und griff nur mich an. Ihre Angriffe spürte er sowieso nicht. Es schien aber auch so, als wäre es mit meinen nicht anders. Es schien, als hätte ich kaum Kraft hinzugewonnen. Oder als würde das reine Element einen Großteil seiner Kraft für sich behalten. Doch wieder erwarten, sah es andersherum nicht anders aus. Die Angriffe, die mich trafen, taten zwar weh, aber waren nicht im Ansatz so verheerend, wie ich befürchtet hatte. Nicht einmal im Ansatz so verheerend wie die von Ultra Nick Schossmer. Wenn meine Theorie stimmte, dass das reine Element mich nur mit einem Bruchteil seiner Kraft ausstattete, war dieser Gegner eine Enttäuschung. Der Kampf schien nicht voranzukommen. Es war, als könnte niemand dem anderen etwas anhaben. Ich merkte zwar, dass die dunkle Macht langsamer wurde und anscheinend an Konzentration verlor. Ich nutzte meine Chance und startete einen verheerenden Angriff, der stärker traf, als ich erwartet hatte. Latias sank auf den Boden und hörte auf, sich zu bewegen. Nick Schossmer und Lord Ecke kamen zurück zu mir. Ich war verwundert. Wegen dieser Schlacht hatte ich mir Sorgen gemacht. Weshalb hatte Latias mich überhaupt gewarnt? Ich war mir nicht sicher und trat langsam näher an sie heran. Doch es rührte sich nichts. Ich war die gesamte Zeit auf einen Überraschungsangriff vorbereitet. Doch selbst als ich direkt vor ihr stand, geschah nichts. Ich wandte mich an Nick Schossmer und Lord Ecke. Ich glaube, wir haben es geschafft. Auf einmal veränderte sich etwas an Latias. Die Schatten sprangen von ihr ab und schwebten wie eine Wolke an der Decke des Raumes. Ich hörte die dunkle Macht sprechen und machte mich kampfbereit. Glaubt ihr wirklich, es würde so einfach werden, dass ich nicht lache? Die Wolke teilte sich in viele kleine Stränge auf und breitete sich aus. Ich wusste nicht, was sie nun plante, doch ich wollte es andererseits auch gar nicht wissen. Ich fand es jedoch wenige Sekunden später heraus, als Lord Ecke plötzlich etwas rief. Günther, pass auf! Doch es war bereits zu spät. Die dunkle Macht kam von allen Seiten auf mich zu und flog in meinen Körper. Aber anders als erwartet, schmerzte es nicht. Günther? Ich konnte Lord Ecke genau verstehen. Ich dachte wieder, es hat mich gerufen. Doch als ich mich zu ihm drehen wollte, tat mein Körper nicht, was ich wollte.
Stattdessen hört sich eine seltsame Lache, die von der dunklen Macht auszugehen schien. Hä? Oh Gott, ich sollte nicht so eine Lache machen. Ich weiß nicht mal, wie ich die machen soll. Günther gibt es jetzt nicht mehr. Ich verstand erst nicht, was das alles bedeutete. Doch als mein Körper plötzlich anfing, sich zu bewegen, erinnerte ich mich an das, was Lord Ecke dazu gesagt hatte. Wenn man unter der Kontrolle der Schatten stand. Alles fühlt sich normal an, doch die Schatten steuern deinen Körper. Die dunkle Macht hatte Besitz über mich ergriffen und somit auch über das reine Element. Noch bevor ich realisierte, was wirklich geschah, griff ich an. Die dunkle Macht schien meinem Körper ungeahnte Kraft zu verleihen. In einem Moment stand ich ganz normal an einem Ort, doch im nächsten befand sich mein Körper hinter Necrozma. Dieses Wesen konnte sich mit Hilfe des reinen Elements umher teleportieren. Ich versuchte, Necrozma zu warnen, doch er schien meine Warnung nicht zu hören. Die beiden sahen verwirrt vor sich, während die dunkle Macht zum Schlag ausholte. Necrozma wurde durch den Angriff mehrere Meter weggeschleudert und stand einfach nicht mehr auf. Lord Ecke versuchte verzweifelt gegen diese Bestie anzukämpfen. Doch sie schien sich einen Spaß aus der Sache zu machen. Während er seine Angriffe abfeuerte, stand sie regungslos da und tat, als würde sie auf eine Armbanduhr schauen, bevor sie gähnte. Nach einiger Zeit verlor sie wohl die Lust und ich musste mit ansehen, wie Lord Ecke nach nur einem Angriff verletzt auf dem Boden kniete. Ich versuchte alles, um einen weiteren Angriff zu verhindern, aber die dunkle Macht war zu stark für mich. Ich konnte nur zusehen. Während sie einen Angriff auflud, erinnerte ich mich daran, was ich mir geschworen hatte. Ich hatte mir geschworen, alles zu tun, um zu verhindern, dass Lord Ecke und Necrozma verletzt werden würden. Nun war ich hier und konnte nichts tun. Ich konnte mein Versprechen nicht einhalten und diese Welt nicht beschützen. Doch plötzlich sah ich all meine Freunde vor meinem geistigen Auge. Ich konnte ihre Stimmen hören, wie sie mich riefen. Ich sah viele Pokémon aus Silberdorf, die Gilde aus Schatzstadt, Floink und Bisasam, Necrozma und sogar Lord Ecke. Du bist unsere du schaffst das, Günther. Es noch zu früh, um aufzugeben. Du bist unsere einzige Hoffnung. Du bist die wahre Hoffnung dieser Welt. Ich glaube an dich, mein Freund. Du bist der Auserwählte. Während ich ihre Stimmen hörte, wurde mir endlich alles bewusst. Sie alle. Sie hatten Unrecht. Und warum denke ich schon wieder, jemand ruft mich? Ich war nie in der Lage gewesen, diese Welt vor der Dunkelheit zu retten. Meine Aufgabe war eine andere. Meine Aufgabe war es, dem Auserwählten zu helfen, seine Mission zu erfüllen. Ich wusste, dass ich mich gegen die dunkle Macht durchsetzen musste. Wenn ich es schaffte, das reine Element abzugeben, würde der Auserwählte es schaffen. Lord Ecke würde gewinnen können. Nun musste ich nur die Kontrolle über meinen eigenen Körper zurückerlangen, selbst wenn es nur für eine Sekunde sei. Ich konzentrierte mich stärker darauf, als ich dachte, es überhaupt zu können, und sah, dass die dunkle Macht Probleme hatte, anzugreifen. Sie versuchte es, aber schaffte es einfach nicht. Ich merkte, wie sie einen Moment abgelenkt war und schaffte es, die Kontrolle so weit wie nötig zurückzugewinnen. Lord Ecke sah auf und bemerkte, was geschah. Ich schaffte es, bis zu ihm durchzudringen. Lord Ecke, hörst du mich? Er erschrak. Günther, bist du das? Ich antwortete ihm nicht. Hör mir genau zu, ich kann es nicht mehr lange kontrollieren. Ich ließ das reine Element entweichen. Du musst das reine Element nehmen. Es war von vornherein für dich bestimmt, nicht für mich. Du musst dieses Wesen vernichten. Koste es, was es wolle. Du darfst nicht denselben Fehler wie ich machen. Du darfst nicht zögern. Was mit mir passiert, ist zweitrangig. Ich merkte, dass ich wieder langsam an Kontrolle verlor. Du musst es schaffen. Ich glaube an dich. Die dunkle Macht riss die Gewalt über meinen Körper wieder an sich. Nein, du wirst mich niemals besiegen. Es kann nicht sein. Niemand kann das. Doch die dunkle Macht wusste selber, dass das nicht stimmte. Sie war ängstlich. Sie wusste, dass sie keine Chance hatte, diesen Kampf zu gewinnen und schien fliehen zu wollen.
Doch trotz ihrer Bemühungen konnte sie sich ohne das reine Element nicht mehr teleportieren. Sie drehte sich weg und schien Schutz zu suchen, doch ich konnte bereits sehen, dass Lord Ecke die Kraft des reinen Elements nun nutzte. Er leuchtete in grellem Gelb und seine Augen glühten, während er einen Angriff abfeuerte. Sofort durchzuckte mich ein starker Schmerz. Ich fühlte, dass ich mich wieder frei bewegen konnte. Doch es war mehr als das. Ich konnte schweben und aus geringer Höhe sah ich unter mir meinen eigenen Körper. Ich lag regungslos am Boden. Ich wusste, was geschehen war. Ich konnte beobachten, wie Necrozma und Latias aufwachten. Latias sah sich verwirrt um. Das Schloss bebte und ich wusste, dass es gleich abstürzen würde. Ich hörte Latias fragen, ist es geschafft? Ist die dunkle Macht weg? Lord Ecke überhörte die Frage. Er schien mit sich selbst zu kämpfen. Das Leuchten war inzwischen so schwach, dass man es kaum bemerkte. Er stand direkt vor mir, oder besser gesagt, meinem Körper. Necrozma geriet in Panik, als er wieder auf den Beinen war. Verdammt, wir müssen hier sofort raus. Die ganze Basis stürzt gleich wieder auf die Erde. Kapitel 25. Das letzte Kapitel. Ein Abschied auf alle Zeit. Auf einmal wurde das Leuchten wieder grell wie zuvor. Im nächsten Moment waren sie alle verschwunden, nur ich blieb zurück. Ich wusste, es würde sowieso nichts aufmachen und wartete ruhig auf den Aufprall. In diesem Moment stürzte alles um mich herum zusammen. Mir wurde noch einmal für den Bruchteil einer Sekunde schwarz vor Augen. Dann fand ich mich inmitten der Trümmer wieder. Ich war wieder in meinem eigenen Körper. Doch ich konnte mich nicht bewegen. Und als ich versuchte, um Hilfe zu rufen, kam kein Ton heraus. Ich hörte leise außerhalb Stimmen. Es waren Floink und Blazam. Danach konnte ich auch Latias und Necrozma hören. Ich verstand kein Wort, da der Regen kein bisschen nachgelassen hatte. Der Wind wehte sehr schnell und der Regen prasselte auf die Steine. Plötzlich bemerkte ich, wie alles um mich herum begann zu leuchten. Lord Ecke schien es außerhalb ebenfalls bemerkt zu haben. Als ich plötzlich langsam begann, nach oben zu schweben, war ich mir sicher, dass nun die Zeit für meinen Abschied gekommen war. Ich befand mich in einer Art Blase aus Licht, als ich den Trümmerhaufen verließ. Lord Ecke stand bereits am Fuß des Hügels, der sich aus den Resten von Necrozmas Basis gebildet hatte. Als er mich sah, erschrak er nicht, sondern sah ruhig zu mir auf. »Günther, was passiert jetzt mit dir?« Mir fiel es schwer, die richtigen Worte zu finden, aber es war noch schwerer, sie auszusprechen. Mit mir. Ich verlasse nun diese Welt. Die anderen hatten nun ebenfalls bemerkt, was neben ihnen geschah. Was willst du mir damit sagen? Ich müsste schon einmal Abschied von dir nehmen. Ich will das nicht noch einmal durchmachen müssen. Vor allem, was soll ich denn tun, wenn du dieses Mal nicht zurückkommst? Ich werde nicht zurückkommen können. Ich werde diese Welt verlassen und keine Welt je wieder betreten. Du kannst auch ohne mich zurechtkommen. Du hast noch all deine anderen Freunde. Sie werden dir zur Seite stehen, wann immer du Hilfe brauchst. Wie ich dir bereits gerade sagte, als ich dir das reine Element überreicht habe. Was mit mir geschieht, ist sowieso zweitrangig. Ohne mich wäre es vielleicht nie so weit gekommen. Und nun muss ich eine gerechte Strafe zahlen. Du darfst was nicht sagen. Ohne dich hätte ich das Ganze doch niemals geschafft. Ohne dich hätte ich schon lange dafür gesorgt, dass die dunkle Macht ihr Ziel erfüllen kann und die Welt untergeht. Du darfst nicht gehen. Bitte, Günther. Es ist egal, was man jetzt über das sagt, was geschehen ist. Man kann sowieso nichts mehr ändern. Ich kann mir nicht aussuchen, ob ich bleiben oder gehen will. Ich muss verschwinden. Vermutlich war dieses Ende von Anfang an unvermeidbar. Es ist wahrscheinlich Schicksal. Ich merkte, dass ich einfach nicht mehr wusste, was ich sagen sollte und immer höher stieg. Es wird alles gut, Lord Ecke. Ihr alle, ich weiß, sollte diese Welt irgendwann wieder bedroht werden, ihr werdet sie beschützen. Ihr könnt das ohne mich schaffen, solange ihr die Hoffnung bewahrt. Ich werde an deiner Seite bleiben, auch wenn ich verschwunden bin. Ich werde immer an deiner Seite sein, so lange, bis du mich eines Tages vergisst. Dies waren meine letzten Worte, die ich sagen konnte,
bevor ich über den Wolken schwebte. Ich konnte noch einen letzten leisen Satz von Lord Ecke hören. Ich werde dich nie vergessen, Günther. Ganz egal, was passiert. Und nun bin ich hier, schwebe kilometerweit über den Wolken. Ich weiß, dass ich jeden Moment verschwinden kann, doch ich bin froh, diese Geschichte aufgeschrieben zu haben, solange ich es noch konnte. Ich wollte in meinen letzten einsamen Stunden, die ich hier verbringen darf, dafür sorgen, dass die Pokémon sich an mich erinnern. Sie sollen sich an uns alle erinnern, die wir für sie gekämpft haben. Und ich hoffe, eines Tages wird diese Geschichte irgendwie zu Lord Ecke gelangen. Wenn du diese Zeilen lesen solltest, denk immer daran. Solange du hoffst, wird es Hoffnung geben. Ende. 2,5 Stunden und die Main Story ist geschafft. 2,5 Stunden ziemlich durchgehend vorlesen. Ich muss sagen, am Anfang war es schwerer, als ich erwartet hatte, und später leichter. Echt eine krasse Sache. Aber es ist noch nicht Zeit für ein endgültiges Fazit. Ich werde auch die Bonus-Story noch mitnehmen, nachdem ich kurz eine Klopause gemacht habe. Mir reicht's noch nicht. Übrigens, was ich auch noch kurz sagen möchte. Ich weiß, mit dem Wissen aus der zweiten Geschichte, und ich kann mal sagen, auch Wissen, das man in der dritten Geschichte noch bekommen wird, kommt einem die Bonus-Story an vielen Stellen unlogisch vor. Aber da muss ich echt sagen, ich wollte unbedingt weiterschreiben und noch einige Dinge in anderen Geschichten einbauen, die ich halt auch noch nicht geplant hatte, als ich die Bonus-Story schon hochgeladen hatte. Deswegen, zum Beispiel, ich will jetzt ja mal nicht zu viel sagen für die, die die Geschichten nicht kennen. Aber das Verhältnis von Bisasam und Hydropi zum Beispiel passt jetzt nicht ganz so, wenn man hier diese Bonus-Story liest oder sieht. Der Ring hat übrigens inzwischen auch aufgehört. Das Wetter hat, muss ich auch sagen, richtig gut zum Vorlesen gepasst. In der Phase, in der die Story wirklich angespannt war, auf der Reise mit den Elementkristallen, im wirklich tiefen Teil, hat es geregnet. Und jetzt beim Abschied von Günther hat der Regen aufgehört und die Sonne ist zwischen den Wolken rausgekommen. Ich muss sagen, das Wetter hat schon geil mitgespielt bisher. Und ich möchte auch jetzt gerade nochmal sagen, ich schließe nicht aus, dass nach der Bonus-Story vielleicht noch zumindest 1-2 Kapitel kommen. Hängt auch von der Zeit ab, weil wenn ich jetzt hier wirklich mit der ersten Geschichte dann fertig bin, die mache ich jetzt auf jeden Fall fertig. Danach wird es wahrscheinlich auch bald Zeit fürs Abendessen und auch wenn ich noch weitermachen könnte, dann werde ich aufhören, wenn es Zeit wird. Aber machen wir doch erstmal weiter. Kapitel 1b. Die Hoffnung lebt. 3 Monate sind seitdem vergangen. Endlich herrscht wieder Frieden. Auch für mich. In den ersten Tagen, nachdem ich Günther zum zweiten Mal verloren hatte, kam mir die Welt so vor, als wären wir gescheitert. Doch dann fiel mir dieser Text in die Hände. Ich weiß nicht, wie er in diese Welt gelangt ist, doch es tut nichts zur Sache. Ich habe unser Abenteuer noch einmal Revue passieren lassen, mir Günthers Sicht der Dinge angesehen und Kapitel 20 über den Raumkristall ergänzt. Nach einigen Recherchen wusste ich nun, was zu tun war. Günther hatte recht, das Schlimmste, was ich tun könnte, wäre die Hoffnung zu verlieren. Und deshalb habe ich die Hoffnung, dass ich Günther zurückholen kann. Weit entfernt, an der anderen Seite des Ozeans, liegt ein Land. Es hat keinen richtigen Namen, deshalb nennen alle es einfach das Sumpfland. Den Legenden zufolge soll sich inmitten dieses Landes eine Höhle voller regenbogenfarbener Kristalle befinden. Sie trägt den fantasievollen Namen, die Höhle der Regenbogenkristalle. Diese Kristalle sollen dem, der vom Wächter für würdig befunden wird, seinen sehnlichsten Wunsch erfüllen. Ich werde heute Nacht aufbrechen und die Höhle finden.
Meine Sorge ist, dass der Wächter mich nicht für würdig befindet, doch ich werde ihn schon davon überzeugen. Ich werde mein Abenteuer niederschreiben, genauso wie Günther es getan hat, damit wir uns eines Tages alle zusammen daran erinnern können, was wir in unserem Leben getan haben. Ich habe den anderen nichts von meinem Plan erzählt. Ich kenne sie und ich weiß, dass sie nur versuchen würden, mich aufzuhalten. Es sei viel zu gefährlich und diese Höhle sei ohnehin nur eine Legende. Wieder in der Reihe verrutscht. Aber ich weiß, es gibt Hoffnung. Und diese Hoffnung ist die Höhle der Regenbogenkristalle. Ich werde Labras bitten, mich in das Sumpfland zu bringen und dann hoffentlich beim Morgengrauen dort sein. Wenn ich es innerhalb von 5 Tagen zurückschaffe, werden die anderen meine Abreise vermutlich gar nicht bemerken. Schließlich habe ich mich die letzten 3 Monate bereits von der Außenwelt verbarrikadiert. Doch selbst wenn sie es bemerken, ich werde schon weg sein und mit Günther zurückkommen, bevor sie überhaupt wissen, wo sie suchen sollen. Übrigens, kleiner Funfact, die Bonus-Story sollte eigentlich schon relativ lang werden. Letztendlich war meine Spezialepisode länger. Ich glaube, das Video war ja auch nur 25 Minuten an sich und dann noch 25 Minuten labern. Inzwischen ist der... stimmt, das wollte ich ändern. Laut Ecke erzählt... Also hier im Original steht alles in der Gegenwart oder vieles, deswegen vergebt mir... So richtig allmählich, vergebt mir, Alter. sorry auf jeden Fall, wenn ich eben irgendwas dann in der falschen Zeitform sage, aber ich werde es in der Vergangenheit lassen. Es war bereits am ersten Tag mehr geschehen, als ich von dieser Reise überhaupt vermutet hätte. Ich setzte meinen Plan in die Tat um und Labras war sofort dabei, mir zu helfen. Wir begannen eine Seefahrt, die etwa 6 Stunden dauern sollte. Doch gegen 2 Uhr nachts, nach 4 Stunden Fahrt, zog ein starkes Gewitter auf. Die Wellen schlugen hoch, es schlugen Blitze ins Wasser ein und Labras bekam Probleme, das Gleichgewicht zu halten. Es ging noch einige Minuten gut, aber dann schaffte ich es nicht mehr, mich festzuhalten und wurde in die tosenden Wassermassen geschleudert. Schon nach Sekunden hatte ich Labras aus den Augen verloren. Nach ein paar weiteren Minuten die Orientierung und schließlich auch das Bewusstsein. Boah, sehr gut verschluckt. Als ich wieder zu mir kam, fand ich mich in einem kleinen Haus wieder. Durch das Rauschen der Wellen konnte ich mir erschließen, dass es direkt am Wasser lag. Ich stand auf und ging nach dem Pokémon suchen, das hier wohnen musste. Im Nachbarraum wurde ich bereits fündig. Dort stand ein Hydropie. Ah, du bist aufgewacht. Wie fühlst du dich? Ah ja, 2 Farben in einem Satz wieder. Ganz gut, danke. Hast du mich gerettet? Ja, wirklich gerettet habe ich dich nicht. Du wurdest an den Strand angespült und ich habe dich hierher gebracht. Mein Name ist Hydropi. Trotzdem danke für deine Hilfe. Ich bin Lord Ecke. Er sah mich überrascht an. Lord Ecke? Kommst du aus dem Nachbarland? Das Fragezeichen mit einer anderen Farbe als der Rest des Satzes. Ja, warum? Ich habe gehört, was dort alles passiert ist. Dann bist du wohl derjenige, dem ich es verdanke, dass ich überhaupt noch am Leben bin. Aber sag mal, wenn du Lord Ecke bist, wo ist dann Günther? Ich dachte noch einmal an unseren letzten Kampf und seinen Abschied und wurde wieder sentimental. Hydropi bemerkte das auch. Was ist los? Habe ich was Falsches gesagt? Ich beschloss, ihnen meinen Plan einzuweihen und erzählte ihm genau, was passiert war. Und jetzt bist du hier, um die Höhle der Regenbogenkristalle zu finden. Dann hattest du großes Glück. Ich kenne die Gegend hier wie meine Westentasche. Ich kann dich dorthin bringen. Ich war überrascht, dass das erste Pokémon, das ich hier traf, bereits den Standort der Höhle wusste. Freute mich aber natürlich. Die Reise dorthin ist aber nicht unbedingt ungefährlich. Ich denke aber, das stört dich nicht, habe ich recht? Ich antwortete ihm gar nicht, denn ich war bereits durch die Tür getreten. Bereit zum Aufbruch. Kapitel 2b. Ein Wiedersehen. Anhand einer Karte erläuterte Hydropi mir den schnellsten Weg zu unserem Ziel. Er führte über einige Hindernisse, doch das störte mich absolut nicht. Zuerst müssten wir einen reißenden Fluss überqueren, dann durch eine einsturzgefährdete Höhle wandern, einen Illusionswald durchqueren und über einen Vulkan steigen. Hinter dem Vulkan liegt ein großes Tal, und in diesem
öffnet sich die Höhle der Regenbogenkristalle. Wenn alles gut liefe, würden wir ein Hindernis am Tag passieren können. Der erste Teil der Reise verlief sehr bequem über ein großes Flachland ohne wirkliche Hindernisse. Unsere Route verlief dauerhaft an einem rauschenden Fluss entlang. Wir waren einige Stunden unterwegs und es war schon beinahe zu langweilig, entgegen zu dem, was Hydropi mir angekündigt hatte. Bloß hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, irgendjemand oder irgendetwas würde uns beobachten. Jedoch gab es auf den weiten Grasfeldern nirgends einen Ort, an dem man unbemerkt bleiben konnte. Deswegen ignorierte ich das Gefühl. Nach einiger Zeit machte der Fluss plötzlich einen Bogen und bildete das erste Hindernis unserer Route. Inzwischen waren wir in einer Gegend, in der immerhin ein paar Bäume standen, angekommen, welche Hydropi auch gleich nutzen wollte. Wir könnten einen der Bäume hier rumwerfen oder als Brücke für den Fluss über den Fluss benutzen. Ich schaffe das nicht, Wasserattacken helfen mir leider nichts, wenn es um so etwas geht. Kannst du das übernehmen? Meine Antwort bestand daraus, dass der Baum direkt fiel. Er reichte gerade so auf die andere Seite des Flusses und sah ziemlich morsch und unsicher aus. Hydropi schien das nichts auszumachen und er überquerte die Brücke mit Leichtigkeit. Er musste sich als Wasser-Pokémon ja auch nicht so viele Sorgen machen, in den Fluss zu fallen. Er rief mir vom anderen Ufer aus zu. Komm einfach rüber, der Baumstamm hält auf jeden Fall. Für das Gegenteil müsste schon jemand irgendwas daran machen. Diese Aussage half mir nicht wirklich, um mich zu beruhigen, denn ich hatte immer noch das Gefühl, dass wir beobachtet werden würden. Doch ich wusste, wenn ich Günther zurückholen wollte, führte kein Weg daran vorbei. Ich tat meinen ersten Schritt und tastete mich langsam voran. Ich merkte, dass der Baumstamm wirklich deutlich stabiler war, als er aussah, und schritt somit voran. An das, was als nächstes geschah, kann ich mich nur noch vereinzelt erinnern. Wie als hätte ich es heraufbeschwört, tauchte innerhalb von Minisekunden ein Schatten am Anfang des Baumstammes auf und löste ihn von der Kante. Der Baumstamm mit mir darauf wurde sofort von der reißenden Strömung mitgerissen. Ich sah, dass sich vor mir ein Wasserfall auftat und wusste nicht mehr, was ich noch tun könnte. Im nächsten Moment fiel direkt vor dem Wasserfall ein großer Felsen ins Wasser und stoppte den Baumstamm in letzter Sekunde. Da war ich wohl gerade noch mal rechtzeitig da. Ist alles okay, Lord Ecke? In meinem Zustand dauerte es einen Moment, bis ich realisierte, dass es Floink war, der mich ansprach. Ja, danke, aber was zur Hölle tust du hier? Ich dachte, du wärst in Silberdorf. Wie kommst du hierher? Ich wollte dich erst gestern besuchen und als deine Haustür offen stand, wurde ich misstrauisch. Als ich dann nachsah, war alles verwüstet und einige Aufzeichnungen zur Höhle der Regenbogenkristalle lagen auf dem Boden. Es war nicht schwer herauszufinden, was du vorhast und Lapras hat mir sofort erklärt, was geschehen ist. Ich bin dir gefolgt, den anderen habe ich aber nichts gesagt. Mein Aufbruch war sehr kurzfristig, direkt nachdem ich mit Lapras gesprochen hatte. Die anderen kommen auch ohne uns zurecht. Aber woher weißt du eigentlich, dass du hier entlang musst? Hast du einfach geraten? Nein, ich habe ein Pokémon getroffen, das mir den Aufenthaltsort der Höhle kennt, wo ich gerade von ihm rede. Er reist mit mir, ich sollte wieder zu ihm gehen. In diesem Moment sah ich bereits Hydropi aus dem Augenwinkel angerannt kommen. Als er und Floink sich sahen, erstarrten sie beide. Ich wusste nicht, was auf einmal los war. Sie sahen beide aus, als könnten sie nicht glauben, wer davor ihnen stehen würde. Da fiel mir etwas ein, das während unserem großen Abenteuer geschehen war. An dem Tag, als wir Nick Schrossmer bekämpft. An dem Tag, bevor wir Nick Schrossmer bekämpft hatten. Großer Fehler. Als wir wieder in Silberdorf ankamen, erzählte uns Bisasam, dass einer von Floinks besten Freunden in ein Nachbarland abgereist war. Ihr beide kennt euch schon, habe ich recht? Hydropi schien wieder etwas zur Besinnung zu kommen und nickte. Ja, das tun wir. Warum bist du hier, Floink? Ich habe dich schon so lange nicht mehr gesehen. Was ist passiert? Floink sah aus, als wüsste er nicht, was er antworten sollte. Es tut mir leid. Ich wollte mich wenigstens von dir verabschieden, aber nicht einmal das habe ich hinbekommen. Es tut mir einfach leid. Hydropi schien von seiner Antwort sehr überrascht zu sein. Wie, dachtest du, ich wäre sauer auf dich? Ich weiß, warum du nicht konntest. Jeder weiß es. Du musst dich doch nicht bei mir entschuldigen. Ich muss mich bei dir bedanken. Du hast einen wichtigen Teil zur Rettung der Welt beigetragen.
Die beiden diskutierten gefühlt noch eine halbe Stunde darüber, wer wem nun noch etwas schuldig war, als ich sie unterbrach. Ist zwar schön, dass ihr euch nicht gegenseitig die Schuld gebt, aber können wir vielleicht langsam weiterreisen? Wir wollen Günther doch nicht warten lassen. Kapitel 3b. Neue Gefahren, alte Bekannte. So reisten wir weiter, nun zu dritt anstatt zu zweit. Im Verlauf der Reise redeten wir über viele Themen, vor allem über all das, was in unserem Abenteuer passiert war. Wie sich herausstellte, wusste Hydropi wirklich nicht viel mehr über unser Abenteuer, als wer in unserem Team war und dass wir am Ende gewonnen hatten. Wir erzählten ihm alles, was auf den ersten 48 Seiten dieser Geschichte geschrieben steht. Und ja, ich habe bisher locker über 50 Seiten vorgelesen heute Nachmittag. Gott, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das so gut klappt. Aber dazu kommt ja noch ein Fazit. Unsere Geschichte. Eines Abends fragte Hydropi mich auch, ob ich wusste, wie der Baumstamm sich bei unserem ersten Hindernis lösen konnte. Dies war etwas, das ich schon beinahe verdrängt hatte. Am Anfang des Baumstammes hatte ich einen Schatten gesehen. Er hat den Stamm gelöst und ist danach auf der Stelle verpufft. Ich weiß nicht, wer oder was es war, aber ich habe das Gefühl, wir haben einen Feind, der uns auf diesem Abenteuer verfolgen wird. Hydropi versuchte mich zu beruhigen. Er meinte, es würde sich nicht einmal lohnen, uns anzugreifen. Im Kampf werden wir ohnehin überlegen und bei den kommenden Hindernissen könnte niemand überhaupt dafür sorgen, dass sie noch gefährlicher werden würden. Das war nicht die Art von Beruhigung, die ich mir gewünscht hatte, aber es half alles nichts. Es dauerte entgegen Hydropis Plan noch beinahe 2 Tage, seit wir den Fluss überquert hatten, bis wir zur Bröckelsäulengrotte, der Höhle, von der Hydropi gesprochen hatte, kamen. Bevor wir sie betraten, erklärte er uns, wie wir vorgehen würden. Ihr müsst dicht hinter mir bleiben und den gleichen Weg ablaufen wie ich. Wenn wir nur eine der Säulen in der Höhle berühren, wird das ganze Konstrukt in sich zusammenbrechen und wir werden in verschüttet. Durchquerung der Höhle wird nur ungefähr 20 Minuten in Anspruch nehmen und sollte ein kleines Problem bleiben, wenn ihr aufpasst, wo ihr hintretet. So betraten wir die Höhle. Die Säulen dort waren wirklich hauchdünn und standen eng aneinander gereiht. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie die Natur so etwas erschaffen konnte. Laut Hydropi mussten wir nur eine Säule berühren und alles würde einstürzen. Hier merkte ich, dass die Höhle der Regenbogenkristalle wirklich etwas Besonderes sein musste, wenn sogar die Natur selber versuchte, sie zu schützen. Der gesamte Weg war aufgebaut wie ein Labyrinth, aber Hydropi wusste an jeder Abzweigung genau, wo wir entlanglaufen mussten. Es wirkte wirklich so, als würde diese Höhle uns nicht stoppen können. Nach etwa 20 Minuten sah ich ein Licht geradeaus von uns. Hydropi sagte, wir seien endlich am Ausgang. Doch in diesem Moment bemerkte ich, dass sich etwas hinter mir abspielte. Als ich mich umdrehte, war er wieder dort. Der Schatten, der bereits am Fluss versucht hatte, mich umzubringen. Er schlug kurz gegen eine Säule und verschwand im nächsten Moment. Auf einmal begann die Höhlendecke zu wackeln und Felsen fielen herab. Wir rannten in Richtung Ausgang, doch uns trennten noch fast 100 Meter und die Decke konnte jeden Moment kollabieren. Gerade schien es, als würden wir unter den Felsen begraben werden. Da gruben sich Ranken aus der Erde und stabilisierten die beschädigte Säule. Kommt schnell raus da! Kaum hatten wir die Höhle verlassen, verschwanden die Ranken und die Höhle stürzte in sich zusammen. Direkt am Ausgang wartete auch schon der Ursprung dieser rettenden Lianen auf uns. Dieser Samen. Ist zwar kein Wasser-Pokémon, Wasser brauche ich aber trotzdem. Ich wusste doch, dass ich euch hier finde. Wie kommst du denn jetzt hierher, Bisasam? Ich denke so wie du auch. Als du nicht mehr zurückgekommen bist, habe ich nachgeschaut, ob du noch bei Lapras bist. Als selber weg war, habe ich gewartet und bin euch gefolgt, weil ich natürlich wusste, was du vorhast. Ab diesem Zeitpunkt reisten wir also zu viert weiter, in Richtung des Illusionswaldes. Vom Ausgang der Höhle aus konnten wir diesen riesigen Wald schon in der Ferne entdecken. Ein seltsamer Nebel hing komplett um ihn herum. Wir brauchten nur ein paar Stunden, um ihn zu erreichen. Doch wir entschieden uns zu lagern und machten eins der Lagerfeuer, die wir auf diesem und vor allem unserem letzten Abenteuer schon allzu oft hatten.
Kygtropi erklärt uns das Problem an diesem nächsten und vielleicht gefährlichsten Hindernis. Dieser Wald ist wie ein natürliches Labyrinth. Durch den merkwürdigen Nebel dort entstehen Halluzinationen, die versuchen werden, dafür zu sorgen, dass wir uns verirren und wahnsinnig werden. Den Pokémon, die dort leben, macht der Nebel nichts aus. Sie sind Kannibalen. Sie warten nur, bis Reisende nicht mehr zurechtkommen und sich nicht mehr wehren können, bevor sie angreifen. Ich sah keine wahre Möglichkeit, wie wir es schaffen könnten. Deswegen fragte ich Hydropi, was wir tun könnten. Wir müssen versuchen, uns nicht abhalten zu lassen und einfach geradeaus gehen. Egal, was passiert. Am nächsten Tag betraten wir also den Illusionswald. Wie bereits erwartet, trat bei einem Tritt des Waldes eine große Nebelwand hervor. Wir versuchten auf Hydropis Anweisungen zu hören und einfach geradeaus zu laufen. Doch nach einiger Zeit türmte sich eine ganze Wand aus Bäumen vor uns auf. Wir konnten nicht geradeaus laufen und waren somit gezwungen abzubiegen. Dies erwies sich jedoch schon kurze Zeit später als Fehler. Wir hatten komplett die Orientierung verloren. Nun waren wir bereits 4 Stunden im Wald und die Schatten streiften durch die Büsche. Wir hielten alle nicht mehr lange durch. Gerade als wir halten wollten, blitzte die Gegend kurz auf und der Nebel lichtete sich. Necrozma schwebte einige Meter über den Baumkronen. Kommt schnell da raus, hier geht's lang. Uns war bereits allen bewusst, was diese Rettung bedeutete. Unsere Gruppe wurde um ein weiteres Mitglied erweitert. Nun fehlte uns nur noch ein einziges Hindernis. Und ich glaubte bereits zu wissen, wen wir dort antreffen würden. Unsere Reise im Sumpfland stand kurz vor ihrem Ende. Morgen würden wir die Höhle der Regenbogenkristalle erreichen und den Wächter dort treffen. Inzwischen machte ich mir jedoch Sorgen, er würde mich nicht als würdig empfinden. Als ich Hydropi darauf ansprach, zog er keine Zweifel. Er wird dich in die Höhle lassen, Lordecke, mach dir da gar keine Sorgen. Er kann gar nicht Nein sagen, da bin ich mir sicher. Ich wusste zwar nicht, wie Hydropi so viel Sicherheit an den Tag legen konnte, aber ich machte mir nicht mehr so viele Gedanken. Zumindest nicht darüber. Schließlich gab es immer noch diesen Schatten. Wir brachen bereits früh am Morgen in Richtung des komisch benannten Spaltenvulkans auf. Inzwischen fühlte sich diese Reise beinahe so an wie unser großes Abenteuer. Auch wenn einige Monate vergangen waren, fühlte es sich immer noch so an, als wäre alles erst gestern gewesen. Nur Günther war nicht bei uns. Aber nicht mehr für lange. Ich war entschlossen wie schon lange nicht mehr. Es war der Tag gekommen, an dem Günther zurückkehren würde. Wider meine Erwartung war es ein leichtes für uns, den Vulkan zu besteigen. Am Krater machten wir kurz Rast und genossen die Aussicht. Wir waren zuerst dagegen, aber Hydropi konnte uns versichern, dass der Vulkan bereits seit Jahrzehnten erloschen war. Der Ausblick von dort oben war atemberaubend. Wir sahen weite Wiesen, voll mit unzähligen Blumen, Flüsse, Täler. Es war eine Idylle. Inmitten all dieser Dinge befand sich ein Tal. In diesem Tal stand sie, die Höhle der Regenbogenkristalle. Nach etwa einer halben Stunde entschlossen wir uns, den Abweg zu bestreiten. Doch schon nach wenigen Metern beschlich mich ein komisches Gefühl. Als ich mich kurz umdrehte, sah ich den Schatten, der uns schon die ganze Zeit verfolgte. Er stand am Vulkankrater und schien eine Art Beschwörungsritual zu vollführen. Im nächsten Moment verpuffte er und die Erde begann zu beben. Was ist das, Hydropi? Ich dachte, der Vulkan wäre erloschen. Ja, das dachte ich auch, aber bevor er ausreden konnte, erschallte eine Explosion. Das war eine rhetorische Frage. In den Kommentaren antwortet keiner. Die Lava begann aus dem Krater zu steigen und den Berg herunter zu fließen. Wir rannten so schnell wir konnten nach unten, doch auf der halben Strecke stellte sich uns ein riesiges Problem in den Weg. Die Erdspalte, die dem Vulkan seinen Namen gab. Die Lava war nur etwa 100 Meter hinter uns und bewegte sich langsam in unsere Richtung. Was sollen wir jetzt machen? Ich hatte es irgendwie bereits erwartet, denn Latias antwortete auf meine Frage. Und ich glaube, das ist tatsächlich die 4. verschiedene Farbe, die ich genutzt habe. Spring auf! Falsche Stimme, spring auf! Sie schaffte es, uns alle in Sicherheit zu bringen, bevor die Lava in die Tiefen der Schlucht stürzte. So bestritten wir die letzten Stunden unseres neuen Abenteuers als fast ganzes Team.
Und auch der letzte fehlende Freund würde bald zu uns stoßen. Kapitel 4b. Das wirklich letzte Kapitel. Der Anbruch einer neuen Ära. Wir sahen bereits aus weiter Ferne den Abstieg ins Tal. Ich konnte es kaum erwarten, dort anzukommen und rannte bereits von den anderen voraus. Doch als ich unten im Tal ankam und mich umsah, erstarrte ich. Was ist hier los? Warum ist die Höhle eingestürzt? Die anderen waren inzwischen auch bei mir. Ich konnte und wollte nicht glauben, dass diese Reise jetzt umsonst gewesen sein sollte. Ich würde Günther nie wiedersehen. Ich trat direkt an die kümmerlichen Überreste der Grotte und starrte die Kristallsplitter zu meinen Füßen an. Auf einmal stand er vor mir. Der Schatten, der uns die ganze Reise lang verfolgt hatte. Ihr habt es tatsächlich bis hierhin geschafft und das, obwohl ich versucht habe, euch aufzuhalten. Ihr Narren! Ihr seid selber schuld, dass ich diese Höhle zerstören musste. Hättet ihr einfach aufgegeben, hätte es nie so weit kommen müssen. Nun, wo derjenige vor uns stand, der wiederholt versucht hatte, uns umzubringen und der nun dafür gesorgt hatte, dass ich Günther nie wiedersehen würde, konnte ich mich kaum noch halten. Was glaubst du, wer du bist? Was soll das Ganze hier? Was haben wir denn getan, dass du versuchst, uns umzubringen? Du hast 30 Sekunden Zeit für eine gute Erklärung. Er schien keine Angst vor mir zu haben. Eher im Gegenteil. Ich bin Darkrai. Ihr habt mir persönlich nichts getan. Aber sagen wir einem guten Freund von mir, wärt ihr ihm nicht in die Quere gekommen, würden wir jetzt in einer perfekten Welt leben. Einer Welt der Finsternis. Ich kann nicht zulassen, dass ihr euren Freund zurückholt, damit er weiter gegen die Dunkelheit kämpfen kann. Und du solltest nicht so übermütig sein. Ohne dein reines Element hast du keine Chance gegen mich. Andererseits mit wahrscheinlich auch nicht. Aber ich schlage dir einen fairen Tausch vor. Ihr dürft alle weiterleben. Und du überlässt mir deine Seele. Auf so eine Frechheit antwortete ich gar nicht erst. Dieses Pokémon war ein Verbündeter der dunklen Macht und verhöhnte uns. Es hatte die Höhle der Regenbogenkristalle zerstört und nun verlangte er aus irgendeinem Grund meine Seele. Im nächsten Moment hörte ich irgendwen wieder an meine Tür klopfen, obwohl er gar nicht da war. Und Hydropi hatte ich auch reden gehört, dass ich aus irgendeinem Grund an meine Seite gestellt hatte. Ich gebe dir eine letzte Chance, hier zu verschwinden, Darkrai. Wenn du in 10 Sekunden noch hier bist, dann wirst du spüren, was deine Dunkelheit dir bringt. Und wer bist du, dass du dich traust, mich überhaupt anzusprechen? Hältst du dich für stark oder sowas? Ich bin Hydropi, der Wächter des Trümmerhaufens, auf dem du uns gerade deine Ansprache hältst. Und für solchen Abschaum wie dich bin ich eine Autoritätsperson. Haben wir uns verstanden? Er schien nicht überrascht oder beeindruckt, anders als ich. Hydropi konnte die ganze Zeit so sicher sein, dass der Wächter mich akzeptieren würde, da er es selber gewesen war. Doch Darkrai fühlte sich immer noch mehr als überlegen. Besonders gut bist du ja anscheinend nicht in deinem Job. Wenn ihr mein Geschäft nicht annehmt, dann sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Und wenn du mir deine Seele nicht freiwillig überlässt, dann werde ich sie mir holen. Im nächsten Moment bildete sich ein schwarzer Schleier um jeden einzelnen von uns. Ich konnte nichts mehr sehen und merkte, wie ich müde wurde. Ihr seid selber schuld, wenn ihr euch mit dem König der Albträume anlegt. Im nächsten Moment schliefen wir alle ein und ich wusste, da nun all meine Freunde hier waren, gab es niemanden, der uns noch retten konnte. Doch anders als ich erwartet hatte, wachte ich bereits kurz darauf wieder auf. Alles war normal. Ich stand auf und sah mich nach Darkrai um. Doch er war nicht mehr hier. Doch Günther stand am Eingang der Höhle und sah auf die Trümmer unter sich. Er sah nicht normal aus. Er wirkte sehr blass, sogar irgendwie durchsichtig. Günther? Er drehte sich erschrocken zu mir. Er hatte Tränen in den Augen.
Ich merkte, dass er immer blasser wurde. Was ist los, Günther? Ist alles in Ordnung? Warum bist du so traurig? Du bist endlich wieder bei uns. Seine Tränen mehrten sich. Ich kann nicht mehr zurück. Ich werde trotzdem immer bei dir sein. Ich habe es dir versprochen. Auf einmal verschwand er vor meinen Augen. Ich wollte immer noch nicht verstehen, was es bedeutete. Ich sah in den Himmel. Es war inzwischen Nacht. Ein einzelner Stern leuchtete hell auf. Ich werde nie wieder in eure Welt kommen können. Aber ich werde dich beschützen, wenn du es am dringendsten brauchst. Ich werde alles tun, was ich kann. Ich verspreche es, Lord Ecke. In der Frühe des nächsten Morgens kamen wir wieder an der Küste an. Auf dem Rückweg stellte sich uns nichts in den Weg, doch ich kam trotzdem kaum voran. Ich musste nun einsehen, dass ich versagt hatte. Ich konnte Günther nicht zurückholen. Ich hatte ihn enttäuscht. Und vor allem mich selber. Wir schafften es trotzdem zurück in unsere eigene Region. Hydropi begleitete uns, da er im Sumpfland nichts mehr zu verloren hatte. Und ich machte mich auf den Weg zum Hügel in Silberdorf. Alleine. Ich brauchte die Zeit für mich selber, um alles zu verarbeiten. Und meine letzten Hoffnungen waren verschwunden. Aber ich versuchte weiterzukommen. Ich nahm mir vor, nicht aufzugeben. Solange ich hoffte, würde es Hoffnung geben. Doch dort auf dem Hügel wartete bereits jemand. Günther saß an der Klippe und sah in die Sterne. Lord Ecke, uns beiden ist viel passiert. Wir beide mussten viel durchmachen. Alle Mühen schienen umsonst gewesen zu sein. Wir beide haben lange gekämpft. Ich trat langsam auf ihn zu. Günther, ich dachte, du kannst nicht zurückkehren. Hast du jemals wirklich daran geglaubt? Nun bricht eine neue Ära an. Günther löste sich vor meinen Augen auf. Ich glaubte zu halluzinieren. Ich schaffte es nicht mehr. Doch ich fühlte, dass etwas meinen ganzen Körper durchströmte. Jetzt ist eine neue Ära angebrochen. Die Ära der Vernichtung. Diese Welt gehört nun der dunklen Macht. Oh mein Gott, Alter. Hart belastend. Aber euch ist bestimmt auch aufgefallen, dass ich jetzt gegen Ende immer weniger getrunken habe. Ich würde sagen, ich würde noch ein paar Kapitel schaffen, glaube ich tatsächlich. Ich denke noch, bis zum 8. Kapitel der 2. Geschichte würde ich durchhalten. Aber ich will es jetzt auch echt nicht überstrapazieren. Wir sind inzwischen über 3 Stunden, haben diese Geschichte gerade durch. Und ja, die neue Ära, die angekündigt wurde, die Ära der Zerstörung der dunklen Macht, kennt man inzwischen ja auch schon. Wer nicht, Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition Returns. Jetzt zu diesem Projekt, das ich hier gerade durchgezogen habe. Das Ganze ist ja trotz allem Teil meines 100-Abo-Specials und ging darum, vor allem zu beweisen, weil ich immer angebe, wie sehr sich meine Stimme durch YouTube verbessert hat, wie sehr ich sie trainiert habe. Wenn ich nun daran denke, dass ich vor 1,5 Jahren in meinem ersten Team Himmel Let's Play gefühlt keinen Satz von Krakelo bereits sagen konnte, ohne gleich ein ganzes Glas wegzuächsen. Und jetzt sitze ich hier, habe eine 3 Stunden lange Audiodatei, in der ich durchgehend meine eigene selbstgeschriebene Pokémon Mystery Dungeon Fanfiction vorgelesen habe. Ja, das ist schon was. Ich bin sehr zufrieden, es hat richtig gut geklappt. Wie gesagt, ich könnte auch noch weitermachen. Ich fühle mich nicht schlecht. Ein bisschen fühle ich schon so eine Art Druck auf meinem, so in der Kehle, aber ich könnte noch weitermachen. Also, das war Teil 2 meines 100-Abonnenten-Specials. Heute ist, hoffe ich, Dienstag, wenn ich dies hochlade. Wenn ihr dies seht, wird übermorgen der 3. Teil des Abo-Specials kommen, in dem ich reden werde und die Walross Edition 3 anteasern
und das Release-Datum bekannt geben werde. Also, vergesst auch nicht, da dieses Video jetzt nach dem Video, das ich morgen aufnehme, kommen wird, kann ich das sagen. Vergesst auch nicht, ich hoffe, es wird Freitag. Vielleicht seht ihr schon eine Premiere, wenn ja, wäre es cool. Meine Pokémon Mystery Dungeon Medley, Symphony of Sadness, wird ja auch kommen. Freitag, 20.15 Uhr, Premiere. Könnt ihr drauf gespannt sein. Für heute war es das. Wenn ihr auch ein 200-Abonnenten-Special sehen wollt, dann lasst doch ein Like da. Oder, wie ich in Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel Reloaded sagen würde, abonnieren, Socken inhalieren, Glocke aktivieren, Like da lassilieren. Dann, wir sehen uns. Ich hatte übrigens nur noch 76 Stunden Aufnahme möglich mit meinem Speicher. LOL.